Ahoi Kapitän, willkommen zu einem neuen Captain on Fishing Tour! Moin! Yo, Hummer, 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 Hummer! Mal gucken, ne? Beim letzten Mal haben wir die Reusen ausgelegt, die Fangkörbe. Heute holen wir sie ein. Jetzt war ich gestern einmal ganz kurz drin im Spiel und habe versucht, das mit der Belegung der Tasten da hinzukriegen. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert hat und dass da jetzt gleich ein E ist und nicht irgendwie wieder so ein komisches was möchte, dass ich gerne... Nein, es ist das E da. Alles gut. Okay, darum ging es mir ja. So, also. Wir sind hier. Wir haben jetzt gerade ausgelegt und müssen natürlich jetzt dann gleich erstmal unsere Zeitreise machen. Aber bevor wir das machen, schaue ich mir natürlich nochmal an. Gut, die Jungs sind zum Ausruhen unterwegs. Das ist gut. Gekocht ist wohl auch reichlich. Also insofern ist das alles okay. Ja, dann können wir jetzt also mal ganz entspannt eine Zeitreise sozusagen. Also einmal ankern. Und gehen wir mal 17 Stunden. Mal gucken, ob da schon eine... Der ersten, ja, ist klar. Natürlich ist es dann duster wie im Bärenarsch. So, aber ihr seht, die ersten beiden sind blau. Perfekt. Dann müssen wir da ran. Dann machen wir das so. Und ich habe das auch wieder ein bisschen geändert. Mal gucken, ob das alles funktioniert. Jetzt müsste das für einen Moment weg sein. Und dann müsste das Bild gleich wieder kommen. Ah, und jetzt weiß ich, was ich gestern noch machen wollte. Seht ihr? Das machen wir jetzt noch. Ich muss das Bild nämlich noch auf die richtige Größe skalieren, sonst wird das nichts werden hier. So, und ich würde sagen, das passt. Langhorn und Alpha-Wölfin, moin! Guck mal, und direkt hinter mir ist die Tonne, würde ich sagen, ne? Pass auf, also dann werden wir doch mal versuchen. Ach ne, das ist die 30er. Ja, hier, ne? Minimap hilft einem weiter. Also die andere wird irgendwo da drüben sein. Da schauen wir doch mal, ob da gleich was im Lichtkegel ist. Stichwort Lichtkegel. Ja, da ist es schon. Ja, hier. Jo, ist alles an. Alles ist gut. Und oh, Hummer. Hummer, Hummer und nochmals Hummer. Bin ich ja mal gespannt, was da jetzt alles drin ist. So, Reuse einholen. Er fängt schon an zu blinken. Dann gehe ich mal so ein bisschen hier vom Gas. Halt, 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 halt. Wie kann ich das denn jetzt am besten... Ja, ja, Reuse einholen. Mhm. Ist natürlich klar, wenn man die Reuse einholen will, sollte man sein Personal da auch schon hingestellt haben. Sonst holt das keiner. So. Du bist der Krabbensortierer. Und du bist der Ködern und Auswerfer. Also beide habt ihr wahrscheinlich nicht unbedingt. So, also Krabben sortieren. Reuse einholen. Manchmal macht es einfach Sinn, nachzudenken, was man so tut. Also nochmal. Das Lütteboot. Hallo? Was ist denn daran bitte lütt? Das ist ein richtiger Kahn. Da ist nichts Lüttes dran. Könnten ja nochmal umbenennen in Södedern oder so. Aber sonst ist da nichts Lüttes dran. Gorskes, moin!
So, also müssen wir immer ein bisschen schneller, sonst wird das alles nichts. Na, hier, guck mal, klack, 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 klack. Einer nach dem anderen wird jetzt hier blau. Und wir müssen sehen, dass wir die 30 hinkriegen, bevor da die Zeit um ist, sozusagen. Also, so, jetzt holen wir uns das gute Stück, aber. Und los geht's. Und da kommt schon die nächste. Jetzt werde ich mal in der Geschwindigkeit weiterfahren. Mal gucken, ob das alles passt. Damit die Kollegen jetzt da die Hummer sortieren. Ja, also die sind dann nur hier munter dabei. Er nicht so, aber er sortiert hier wie ein Weltmeister. Und man hört ja auch klack, klack, klack. Also landet ja auch ein bisschen was im Körbchen. Und im Idealfall bin ich jetzt an dieser Boje, wenn der fertig ist mit dem Sortieren. Denn da kann ich mich ja nur wiederholen. Solange die Kiste da steht, ist nichts mit einholen. So, wenn wir schon mal ein bisschen vom Gas gehen. Ja, guck mal, perfekt. Perfektes Timing. Ich hätte gar nicht vom Gas geben müssen. Das hätte genau gepasst. So. Was haben wir denn an... verbleibender Platz 19, also 200 Kilo. Na gut. Das war schon mal mehr. Beim letzten Mal war die erste Kiste mit 400 Kilo voll. Aber dann ging es zum Ende hin abwärts und vielleicht ist es ja genau andersrum diesmal. So. Kollege, sieh zu, dass du zu Ende kommst mit deinem Sortieren. Nicht, dass ich wieder abbremse und in dem Moment bist du durch. Aber das sieht so aus. Also, abbremsen, rückwärts fahren. Wieder Vollgas geben. Zack, haben die Jungs die Boje und los geht das. So, die nächste. Da ist sie. Ein bisschen mehr in diese Richtung. Jupp, das waren dann schon mal 250 Kilo. Also, und es sind ja 30 draußen. Das darf man immer nicht vergessen. Ne? 250 mal 30 sind 7,5 Tonnen. Ja, da geht natürlich noch ein bisschen mehr. Wir haben ja Platz. Wir haben ja jetzt 20 Tonnen. Haben wir aufgerüstet. Nee, 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 nee. Das sind ja keine Krabben, das sind Hummer. Außerdem sind wir nicht in der Nordsee, sondern vor Kanada. Mensch, 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 Mensch. Was für ein Orientierungssinn. Aber das haben wir tatsächlich früher gemacht, als ich wirklich kleines Kind war. Da sind wir so einmal, zweimal im Jahr nach Husum rübergefahren. Haben uns zwei Beutel Krabben geholt und dann haben wir uns im Wohnzimmer hingesetzt und haben Krabben gepult. Und es war immer wieder enttäuschend, was von dieser riesen Menge Krabben, die in diesen Beuteln war, nachher übrig blieb. Das langte dann mal für so ein bisschen Krabbensalat. Yes, alles wird gut. So. Wo ist sie? Da ist sie. Da ist sie. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man die einfachen Bojen hat. Das sind ja hier nur die exquisiten, extra teuren. Die strahlen wahrscheinlich noch ein bisschen mehr durch das Licht, das sie eben auch haben. Ah, danke, danke, danke. Danke euch. So, wie sieht es denn hier jetzt
Aber guck mal, da sind überall Krabben. Naja, aber das ist schon 1000 Meter. So, trotzdem eigentlich 134 Kilo. Das ist jetzt nicht wirklich viel. Also 134 Kilo ist... Ich meine, 134 Kilo Hummer sind 134 Kilo Hummer. Aber naja, mal abwarten. Das wären dann 4 Tonnen. Das ist eher enttäuschend bei 30 Fangkörben. Nur. Ich habe auch schon überlegt, wir werden wohl mal vielleicht nachher noch so eine kleine Rundreise starten. Mal so ein bisschen die Map erkunden. Damit ich andere Häfen auch entdecke. Denn wenn ich mir die Preise angucken kann der anderen Häfen, finde ich vielleicht einen, bei dem ich das noch ein bisschen besser anbieten kann, als ich das jetzt schon getan habe in der letzten Zeit. Also das, ja, warum nicht? Ja. Guck, passt genau. Einmal abgebremst und gleich wieder Gas. Na, diesmal war es aber ein bisschen mehr, oder? Wir haben 6 Reusen drin. 1200 Kilo. Genau 200 Kilo pro Reuse im Schnitt. Das wären 6 Tonnen. Tangora, moin! Dass wir jetzt, naja. Gut. Das sind auch $140.000. Aber da werden wir wohl nochmal so einen Rundkurs legen müssen. Das wird wahrscheinlich sowieso in der nächsten Zeit einfach angesagt sein, dass man in der Hummersaison auch auf Hummer geht. Weil das ist ja sonst wirklich... du kriegst ja für nichts anderes außer Thunfisch und Schwertfisch diese Summe pro Kilo. Scheint was drin zu sein in der Reuse. Hat ein bisschen länger gebraucht, ja, guck. So. Und wieder geht's geradeaus in Richtung der nächsten. Tja, und die Sonne kommt hoch. Bei euch sieht man schon viel mehr als bei mir. Garfield, sehr gut. Moin. Guck mal, so. Auch nicht zu schnell. Schön gemütlich. Ich kann euch sagen, ich musste mich echt gestern zusammenreißen, um das Spiel nicht anzuschmeißen. Aber ich war auch gestern andererseits fleißig. Ich war relativ früh zu Hause, weil bei mir wurde im Büro der Strom also der Stromzähler gewechselt. Und das ist dann immer so von bis. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, dann schließe ich nachmittags ab und fahre nach Hause. Genau das habe ich auch getan. Und da war ich hier und da war das Wetter so klasse. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, jetzt gehst du nochmal eine Runde raus und machst mal dein Powerwalking. Ja, und dann bin ich gestern 12 Kilometer, also über 12 Kilometer unterwegs gewesen. In unter 2 Stunden. Und als ich dann wieder zu Hause war, war ich echt platt. Da hatte sich das dann auch erledigt, von wegen nochmal Spiel anschmeißen oder so. Nö, ich war echt durch mit dem Thema. Aber das ist so grausam, ne? Du läufst 12 Kilometer, stellst dich am nächsten Morgen auf die Waage und denkst so, ja, und jetzt? Ja, und dann sagt die Waage, lass dir mal Zeit, lauf mal heute nochmal. Alter, ey, das ist ganz, ganz gruselig. Ehrlich, ganz gruselig. Keinerlei Veränderung. Aber, mein Gott. Man kann auch nicht erwarten, dass bei einmal Laufen irgendwas passiert.
Und man muss auch, da war wieder nichts drin, oder? Oh, Rudi hat einen Levelaufstieg erzielt. Da müssen wir nachher ja mal gucken, wie das ist, ob die Jungs, wenn sie jetzt höher leveln, auch mehr Asche bekommen oder ob die ganze Zeit bei diesem 1% bleiben. So, komm, wir geben mal ein bisschen Gas. Was wollte ich jetzt sagen? Wo war ich? Ich glaube beim Laufen, ne? Und beim Abnehmen. Ja, man kann ja nicht erwarten, dass das einmal Laufen dann sofort was bringt. Außerdem ist es natürlich besser, dreimal 5 Kilometer zu laufen, als einmal 15. Also die stetige Bewegung ist es halt. Nur hier war wirklich 3 Wochen lang Dreckswetter und habe ich gesagt, ne, das mache ich nicht. Ich laufe jetzt nicht bei dem Scheißwetter los. Ist natürlich, wenn man wirklich abnehmen will, die falsche Entscheidung. Dann muss man los. Ist wie beim Angeln hier, ne? Oder beim Fischen. Wir sind nicht beim Angeln, wir sind beim Fischen. Auch bei Dreckswetter muss man halt los. Menotra, moin! So, guck mal, das ist jetzt hier gleich Reuse Nummer 10. Und wenn die drin ist, also wenn das jetzt durch ist, dann haben wir einen ersten Überblick, wo wir denn da so hinlaufen werden im Gesamtergebnis. Tangram, perfekt. Ist auf jeden Fall besser als einmal 18 Kilometer zu laufen. Denn der Körper braucht einfach diesen ständigen Umsatz. Und das andere, das powert nur einmal aus und dann bist du fix und fertig. Aber das sorgt eben nicht dafür, dass du regelmäßig Fett verbrennst und dass du dich auch dann gewöhnst, dass das so ist. Also insofern, ich hatte gestern einfach Bock. Ich wollte einfach laufen und ich wollte auch weit laufen, weil schon wieder nicht so schönes Wetter angesagt ist fürs Wochenende. Aber es ist natürlich, ne, also ich kann jetzt schon sagen, also ich bin schon auch ein bisschen platt. Guck mal, jetzt rutsche ich hier an der... Ah, vorbei wollte ich sagen, aber ich rutsche gar nicht da vorbei. So. Also, das war nun 10. Wir haben 2650. Überschaubar gut, oder? 265 Kilo im Schnitt. Ja, so schlecht ist es aber auch wieder nicht. Aber so wie die Möwen schreien, könnte man davon ausgehen, dass es ein bisschen mehr ist. So, ich glaube, ich werde für euch nochmal umschalten. Ne? Das ist jetzt Tag. Das ist jetzt das, was ich auch sehe. Ja. Hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht gegen das Bötchen schippern. Oh, das ist viel zu schnell. Viel zu schnell. Viel zu schnell an der Boje. Ich glaube, der Level hat nur mit der Tätigkeit, die sie gerade ausführen, zu tun. Also ich vermute mal, ich weiß es nicht. Ich vermute einfach mal, so würde das für mich logisch werden. Dass der jetzt hier für das Hummersortieren gerade levelt und er insgesamt damit eine Punktzahl hat, die seinen Insgesamt-Level erhöht. Also nicht nur dieses Hummersortieren, sondern dann sein Gesamtlevel.
Sodass da also eigentlich gar nichts ist, was man irgendwie noch zusortieren könnte oder noch weiter leveln muss. Also mir ist da nichts aufgefallen. Dass ich da irgendwie nachträglich noch irgendwas zusortieren muss oder irgendwie noch eine Fähigkeit oder sowas zuschieben kann. Die Fähigkeiten sind ja da. Sie sind halt sehr niedrig bei den beiden hier. Und die leveln jetzt. Also anders als bei U-Boot. Ja, wo man dann eben sagen kann, okay, also jetzt hat der noch indem man den Bereich einen Levelpunkt mehr und jetzt kannst du den da verteilen. So scheint das hier nicht zu sein. Guck mal, was für ein geiles Timing, ne? Tja, wenn man es drauf hat, hat man es drauf. Zack. Und überall sind Hummer. Hummer, 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 Hummer. Sehr gut. Und es ist so entspannt. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ey, das ist so geil. Ich habe mich echt wieder drauf gefreut, das Spiel zu starten und jetzt zu gucken, was dabei so rauskommt. Das war bei World of Warships in den letzten Monaten eher nicht der Fall, dass ich mich da so richtig drauf gefreut habe. Das war so, naja, gut, okay. Geht so. Mal sehen, wie der Chat drauf ist. Und dann kriegen wir das schon hin. So war das eher. Guck mal, da ist schon die nächste. Ja, das ist jetzt Nummer 15. Auch nochmal wieder so ein Anhalt. Kann man natürlich alles einfach nur verdoppeln und dann wissen wir in etwa, was nach 30 rauskommt. So in etwa. Garfield, ja. Das ist so, das wäre clever. Jetzt stell dir selbst noch die Frage, wie clever wäre es, nach jedem Mal in die Kabine reinzugehen, die Mannschaft umzubauen, dass die dann auslegen können. Im Moment sind sie ja auf reinholen getrimmt. Die müssen dann umgeschult werden, sozusagen, auf rauslegen. Dann wieder. Da bist du völlig fertig und völlig kirre, wenn du das machst. Panzerschrecken, moin! Also natürlich, ich sag mal, wenn ich alleine wäre, ich habe das ja mit dem anderen Boot oder mit dem anderen Schiff so gemacht. Ne, wenn du dann alleine bist und das selbst sozusagen alles in der Hand hast, klar macht das dann Sinn. Dann bestückst du die, also die stellst du gar nicht erst weg, sondern holst dir gleich neuen Köder, packst den Köder rein, schmeißt ihn gleich über Bord. Aber hier mit Mannschaft ist das ein bisschen anders. Also viel mehr Arbeit, wenn man es machen wollte. Und da muss ich dann für mich sagen, ja, mag sein, dass wenn ich mir den Stress jetzt machen würde... Was los? Warum holst du sie nicht rein? Hallo? Lässt sie da einfach vorbeifahren? So was. Fahren wir nochmal zurück. Zack. Ja, also, geht doch. Also, wenn ich jetzt wirklich drauf aus wäre, das so optimal zu machen, dass meine Zeit, die ich hier investiere, perfekt umgesetzt wird für das, was ich tue, dann müsste ich wahrscheinlich immer hin und her und tun und dann würde ich wahrscheinlich etwas schneller vorankommen und etwas schneller spielen. Das ist gar nicht mein Ziel. Ich habe doch Zeit. Ich möchte die Zeit doch nutzen. Guck mal, ich kann ja jetzt auch die Zeit nutzen, um eben den Chat mitzulesen. Das könnte ich dann schon wieder nicht mehr. Dann wäre das so stressig, dass mir gar nicht auffallen würde, wenn irgendwann was schreiben würde. Dann müsste ich wieder runtergucken. In dem Moment würde ich wieder was falsch machen. Nein. Hallo? Das gehen wir doch ganz entspannt an. Ich finde das schon cool so.
Alles ist super. Also ich will aus diesem wunderbar. Das wird schon wieder nichts. Wieso denn nicht? Der ist doch voll drin. Naja, gut. Okay, im letzten Moment holt er sich noch. Also aus diesem wunderbar ruhigen Spiel will ich für mich kein stressiges machen. Geht alles. Ah, sehr geil, sehr geil. Durch Zufall habe ich meine. Ich habe. Ach, scheiße. Gut, dass ich davon rede. So, muss er meinen Gaming-Workout starten. Das mache ich ja immer, wenn ich dran denke. Und der lockt das dann ja alles mit. Und dann sehe ich auch den durchschnittlichen Puls. Und Pulsmaximum und Pulsminimum und solche Sachen. Da hatte ich ja bei World of Warships teilweise über 200 Puls. Weil ich mich so aufgeregt habe. Wisst ihr, was ich hier bei dem Spiel für einen Puls habe? 68. Das ist so, okay, gleich schläft er ein. Finde ich aber sehr geil, weil für die Gesundheit natürlich gut. Und es zeigt, dass das wirklich ein entschleunigendes Spiel ist. Ja, es ist echt, es ist wirklich, das ist so unglaublich anders. Und es ist eben spürbar anders. Und das finde ich so geil. Ich komme damit einfach super klar. Super gut. Was ja nicht heißen muss, dass ich nie wieder World of Warships streame. Aber eins kann ich schon mal sagen. Also ich werde, glaube ich, nicht mehr dreimal die Woche World of Warships streamen. Hey, Jungs. Piep. Los. Viel besser kann ich euch das Ding nicht vorlegen. Oh, die Rolls ist voll. Nö. Nö, war sie nicht. So. Aber mal gucken, ne? Remi Demi, moin. So. Tja, ich denke mal, wenn wir nachher wieder ein bisschen Kohle haben, dann werden wir die Jungs mal im Sortieren leveln. Damit das noch ein bisschen schneller geht. Weil auch dadurch schafft man sich natürlich Zeit und Freiräume. Würde ich jetzt so sehen wollen, ja, nach dem, was ich so da an Gesundheitswerten sozusagen von mir gesehen habe. Ja, ganz eindeutig. Gut ist es nicht für mich. Das ist wie Escape from Tarkov, das ich auch echt nicht spielen kann, weil ich nachts wach werde, weil ich davon träume, weil ich. Ja, wirklich, das ist überhaupt nichts für mich. Also null. Das ist schon ganz, ganz spannend, wie man so manchmal tickt, ne? So, jetzt haben wir 20 drin. Ja. Keine 5 Tonnen, aber okay. Unterm Strich wird das dann irgendwo so auf 7,5 oder ein bisschen über 7 Tonnen rauslaufen. Ja.
Geht schon. So. Ja, das ist ja das, was mich so unglaublich genervt hat. Das Problem, das in dem Spiel, also dieses Spiel hat diesen riesen Vorteil, dass alles, was du machst, nur auf dich zurückfällt. Und was andere machen, hat überhaupt keinen Einfluss auf das, was du hier tust. Das heißt, wenn ich einen Fehler mache, den ich ja auch schon gemacht habe, ne, dass ich also da zwei Jungs einstelle, ohne dass ich vorher Krabbenkörbe gekauft habe, ist natürlich völlig hohl, aber so, das ist ein Fehler, den man selber macht, den du dir selbst ankreiden musst und wo du aber hinterher sagst, Alter, dann machst du aber nie wieder. Und wenn du schlau bist, machst du es nie wieder. So, bei World of Warships bist du davon. 11 andere haben Einfluss auf das, was da bei dir passiert. Und wenn das 11 Leute sind, die wissen, was sie tun, ist das alles gut. Das Problem ist nur, von den 11 sind 10 da. Das sind solche Flachzangen. Die haben überhaupt keinen Plan, was sie da tun. Guck mal, ich könnte wetten, dass mein Puls jetzt schon wieder steigt. Also da muss ich einfach sagen, das ist für mich am Ende nur noch eine Katastrophe gewesen. Ehrlich, eine absolute Katastrophe. Und dass das die Gefahr für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht, jo. Möglicherweise kann man das tatsächlich so zusammenfassen. Aber hier steuern wir jetzt entsprechend gegen. Es hat auch mit Schiffen zu tun. Ist auch auf dem Ozean. Hat auch was mit Leveln zu tun. Viele Dinge sind parallel, aber es ist doch eben alles ganz anders. Lira, moin! Wo ist er denn? Da ist er. Ja. Na kommt, Jungs. Nee? Doch, geht doch. Genug. Moin! Auch wenn, ja, du, schlau. Schlaue Entscheidung. Ehrlich. Es ist eigentlich ziemlich unglaublich, oder? Dass man sowas tatsächlich über ein Spiel sagen muss. Macho, moin! Oder sagen kann. Ey, das ist für mich. Kannst du eigentlich nur im Kopf schütteln, dass das so geht. Oh. Tja. So, und nun? Dümpeln wir ein bisschen sehr nah ran, sehr schnell. Abbremsen. So, und wieder einlenken und ran treiben lassen. So, Kollege, jetzt sieh zu. Ne, das wird nichts. Doch, guck, perfekt. Tja, wenn du dir die Taktik zusammengelegt hast oder zurechtgelegt hast und dann eben sagst, jo, das ist gut so, alles gut. Du, jetzt musst ja, das ist ja das Schöne, jeder kann das ja für sich selbst entscheiden. Und ich muss einfach für mich sagen, was mir selbst nachher einfach auf den Senkel gegangen ist, und zwar nicht wenig, ist das. Letztlich jeder Stream gleich abgelaufen ist. Ich bin immer mit dem
Ansatz reingegangen, ich will nicht ragen, ich will einfach nur eine gute Zeit haben, das soll einfach Spaß machen. Das war nach maximal 30 Minuten schon alles wieder in der Tonne, weil, nee, das geht nicht. Das erste Gefecht hat meistens schon dazu geführt, dass ich schon wieder völlig ausgerastet bin innerlich. Noch viel mehr, als ich nach außen gezeigt habe. Und dann irgendwann mal nach, sag mal, 2 Stunden, 2,5 Stunden, da konnte ich das dann einfach gar nicht mehr schlucken alles. Und dann musste der Scheiß raus und das macht doch keinen Spaß. Also auch als Zuschauer. Ich meine, ich will doch nicht die ganze Zeit da einen haben, der nur rumnölt. Würde ich nicht wollen. Und deswegen habe ich für mich einfach auch da entschieden, ich mach das nicht mehr. Ich will das so nicht mehr. Na, ich habe teilweise echt schlechte Laune bekommen. So, da habe ich um 17 Uhr abgeschaltet und hatte den Abend über schlechte Laune. Ja, bin ich da bescheuert? Wegen eines Spiels? Nein. Nein. Tja. Tja, wenn es denn funktioniert mit den Divis, das ist ja auch etwas. Also früher hast du natürlich auch mal eine Fehldivi gehabt. Das kam ja mal vor. Heute ist doch so, dass die Hälfte, naja, gut, okay, sagen wir mal 30% aller Divis, die man da sieht, das sind auch Fehldivis. Alter. Ne, da kommt doch ein bisschen Hummer rein jetzt. Solange wie der da am Machen ist. Okay. Jo, das waren 400 Kilo knapp. 372 Kilo. Sehr gut. So. Ja, aber guck mal, das kann doch eigentlich nicht sein. Das Spiel ist doch anders angelegt. Es hat doch ganz andere Ziele eigentlich als grundsätzliches Spiel. Was die Spieler daraus machen, ist ja dann eine ganz andere Nummer. Aber das Spiel ist doch was. Ich kann mit Schachfiguren auch Dame spielen, aber es ist immer noch Schach. Auch wenn es dasselbe Brett ist und. Also. Das ist das, was ich immer nicht verstehe, dass die Leute sich so wenig dafür interessieren. Kleinbauer Zelli, moin! So. 6,6 Kilo. Ja, das wird wohl irgendwo so bei 7 Kilo irgendwas. Ja, das passt schon. 7,5 Kilo knapp. Da läuft es wohl drauf hinaus. Seenotretter-Spiel. Okay. Maritime Search and Rescue. Mhm. Was es alles gibt. Ey, das ist unglaublich. Putenschnitzel, moin! So, wie sieht's denn hier unter uns aus? Ja, hier ist es auch überschaubar mit Hummer, ne? Vielleicht sind die doch eher hier im Kanal sozusagen als hier außen. Und wenn wir das gleich nochmal machen, hier nochmal wieder hochlegen, aber dann doch wieder auf der anderen Seite zurückfahren. War ja ein Versuch, das mal so rumzumachen. Versuch macht klug. Du, wenn es nach mir gehen würde, würde ich die Hummer auch verschenken an euch. Also da hätte ich keine Schmerzen mit.
Aber das wird nix. Das Spiel lässt nur verkaufen zu, nicht verschenken. Ja, ich muss eben für mich feststellen, ich bin tatsächlich jetzt so den Booten doch etwas näher zugetan als den LKWs. Ich habe in meinem Leben haben LKWs nie wirklich so richtig eine Rolle gespielt. Das ist dann für mich einfach sehr weit weg von dem, was ich so gemacht habe und von dem, was ich auch machen möchte. Also, ich sag mal so, wenn ich jetzt irgendwie auf die Idee käme, ich würde LKW fahren wollen, also im Real Life, das würde mich schon sehr verblüffen, weil das ist für mich einfach nichts, was zu dem, was ich gemacht habe, passt. Und deswegen muss ich für mich einfach sagen, ja, war ein Versuch. Ich habe ja auch den ATS auf dem Rechner. Habe ja noch nie gespielt. Und ich weiß noch nicht, ob ich es jemals anwerfen werde. Weil ETS hat mir ja schon gezeigt, so, naja, macht Spaß, ist auch entspannend, aber es ist nicht so, dass ich da jetzt im Büro sitze und sage, oh Mensch, in der Stunde kannst du ETS anschmeißen. Das war bei dem jetzt heute schon so. Weil es mich einfach interessiert hat, was jetzt dabei rauskommt hier, ne? Bei den Reusen. Oh, nochmal 300 Kilo oben drauf. Das sieht gut aus. So, Kollegas. Och, was ist das denn? Die letzte manövriert sich nochmal unterm Schiff durch. Und dran längs rollen lassen, bringt sie auch in den Bereich. So, sehr gut. Dann fahren wir da schon mal rüber. Guck mal, das sind, oh, werden doch noch fast 8 Tonnen. Aber da wir jetzt ja 20 Tonnen haben, also Ladekapazität. Mal gucken hier. Können wir noch mal die 30 raushauen? Weil, ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt beim zweiten Durchgang dann 12 Tonnen haben, die Wahrscheinlichkeit scheint mir doch sehr gering zu sein. So, und hier ist jetzt, mal gucken, mal ein bisschen ins Tiefere. Mal sehen, ob da die Hummer mehr werden. So. Ja, guck mal. So, ja. So läuft das eben, ne? Für jeden irgendwas dabei, sozusagen. So, ich werde mal hier versuchen, genau im Kanal. Also hier hoch und dann da wieder runter zu legen. Ich kann mir vorstellen, dass wir die vielleicht noch ein bisschen weiter hier hoch haben müssen. So, sonst wäre das wohl alles nichts. Autopilot an und wir gehen mal auf 6 Knoten. Jetzt muss ich bloß gucken, dass ich den nicht ramme. Dann muss ich hier wieder rein, dann muss ich die Jungs einmal umsetzen. Du bist der Reusenköder und Auswerferer und du bist der Ködervorbereiter. So. Und das Geile ist ja, das habe ich ja tatsächlich erst Ende des letzten Streams überhaupt festgestellt. Wahrscheinlich
ist der Kurs jetzt genau auf den zu, ne? Ich kann ja jetzt von hier aus über diese Taste. Alter. Nee, komm, ich schalte den nochmal aus und lenk an dem vorbei. Warum? Warum lenkst du nicht? Das Miststück lenkt nicht. Alter. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, Schiffsruf. Och. Ja, das ist mir jetzt egal. Das ist mir zu blöd. Ehrlich, das ist mir zu blöd. Entweder funktioniert der oder er funktioniert nicht. Ich habe ihn jetzt abgeschaltet. Hier sagt er, ich soll ihn einschalten. Das macht doch gar keinen Sinn. So, und da sagt er wieder, Autopilot einschalten. Ich habe ihn noch eingeschaltet jetzt. Na, manche Sachen sind schwer nachzuvollziehen. Oder vor, danke für den Follow. Willkommen in der Familie. So. Ein blödes Boot da auf dem Ozean. Und das nehmen wir mit. So, und raus damit. Da kann ich das Logbuch öffnen. Guck mal. Rudi hat einen Levelaufstieg von 8 auf 9 beim Krabbensortieren erzielt. Ah, siehst du? Okay. Okay. Also levelt er nicht sein Gesamtlevel, sondern hat beim Krabbensortieren jetzt 9. Finde ich ja gut. Und der schnell wieder weg. Raus damit. So, ich glaube, da können wir noch mal ein bisschen schneller werden. Ja, ist ja ganz nett hier, aber wir wollen ja den Kontakt zu unseren Jungs hier nicht verlieren. Guck mal, der steht nämlich schon wieder die ganze Zeit jetzt da. Der hat geködert. Und wartet jetzt nur drauf, dass wir weit genug weg sind. Alter, das ist... ich habe das Gefühl... Na? Wir können hier noch mal ein bisschen mehr drauf geben. Gucken wir doch mal. Wie schnell der ist. Zack, Alter. Stramm gestanden. Genau, der Level das, was er gerade macht. Du siehst, Minotra, ich habe heute extra darauf geachtet, dass ich alles gestartet habe. Ja. Oh, guck mal. 21, 22, 23. 3 Sekunden. Alter. Ist das Ding gerade mal hinten am Heck? Ja. Hier, ja, ein paar Hummer sind ja da. 117 Meter Tiefe.
Ah, hier. Er macht Hummerköder fertig. Klack, 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 klack. So, und dann müssen wir natürlich auch wieder darauf achten, dass das wird schon wieder nicht reichen. Hier. Ne, 15. Das ist nochmal hier das Stück da dran. Das langt auch noch nicht. Gehen wir mal dahin. So, dass der Autopilot das dann tatsächlich übernimmt. Hier sind ja auch keine Schiffe. Tolle Wurst. Ja. Wenn wir mal einen Blick auf die Hummer werfen. Ne, wenn die jetzt hier irgendwann mal aufhören und da keine Hummer mehr kommen, dann brauchen wir auch keine Krabbenkörbe ausschmeißen. Denn im Moment sieht das ja fast so aus. Ne? Doch, da ist wieder eine, aber gucken. Wo? Und bei uns hier? Ja, ja, okay. Na, man kann ja umschalten, wie breit das Sonar hier sein soll. Und dann siehst du natürlich bei 1 Kilometer Breite, sieht man natürlich deutlich mehr Hummer, als wenn du sagst, okay, nee, ich will mir das nur mal angucken auf den nächsten 100 Metern, also da, wo ich wirklich Einfluss habe. Da ist dann das natürlich hier immer mal einer, aber das passt schon. Ja, 250 Meter, 500 Meter, ja, und bei 1000 ist wieder hier. Lassen wir es mal bei 500. War sehr schräg. Ja, oh, ja, man kann seine gebrauchten Schiffe wieder verkaufen. Das macht, finde ich, nur dann Sinn, wenn du eben sagst, das nächste Schiff, was du kaufst, kann dasselbe oder besser wie der Vorgänger. Wenn du also jetzt ein Schiff hast, das für eine ganz bestimmte Fischart geeignet ist und das nächstgrößere Schiff kann das nicht, dann finde ich, sollte man das versuchen, das kleinere sozusagen zu behalten. Denn wenn du das Schiff verkauft hast, ist es halt weg. Und wenn du dann eben sagst, okay, so, dann werden wir mal hier rüberfahren und dann fahren wir hier wieder runter. So. Jo. Nein, keine Schnellreise. Ob bin ich denn bescheuert? Nee, 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 nee. Oh, Idiot, ey. Alter. Ich wollte eigentlich nur starten. So, schnell nochmal zurückfahren. Dussel. Dussel! Schnellreise innerhalb von... Ich will ja auch keine Schnellreise machen. Ich will doch nur manövrieren. Ich will doch nur... dass er manövriert. Na gut, werde er ja machen, wenn ich so mache. So. Ach, ich habe den Autopilot nicht an. Nee. So. Jetzt. Dann hauen wir hier die Nummer 16 raus. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch so, wenn das nächste Schiff, was du haben willst, die Fische fängt, die die Kohle bringen, dann macht es vielleicht auch Sinn zu sagen, ja okay, dann komme ich zwar nicht zurück auf diese eine Fischart, aber die will ich auch gar nicht mehr, weil das bringt mir nichts. Ich will mit ganz anderen Sachen Geld verdienen. Also ich glaube, das kann man noch nicht so ganz einfach sagen, was da jetzt wo wie sinnvoll ist. Aber ich glaube, dass es schon auch Sinn macht, einfach mal... Oh, toll. Wahrscheinlich ist das jetzt zu nah dran. Wahrscheinlich darf er nicht auswerfen hier. Alter, ist das
Nee, Schnellreise, Schnellreise. Was willst du von Schnellreise? Guck mal, da will ich hin. Und dann wollen wir hier weiter runter. So. Genau, einmal da richtig rüber. Und dann wird das R wahrscheinlich auch jetzt gleich hier wieder hell werden. Wenn er Abstand hat zu dem. Da ist er wahrscheinlich zu nah dran gewesen jetzt. Sage ich es nicht. So langsam verstehe ich das Spiel. Tja, schon witzig irgendwie, dass man sich mit sowas tatsächlich auseinandersetzen kann und Spaß dran hat, ne? Mit so einem Bötchen virtuell durch die Gegend zu eiern. Aber ich finde echt, das macht Spaß. Also der da sagt, es macht Spaß. Yay. Jo. Eindeutig. Was ich hier eben auch ganz gut finde, ist, dass man in diesem Spiel, so wie ich es jetzt ja gerade tue, mal eben schnell die Perspektive wechseln kann, ne? Oder mal eben schnell so. Oder also es ist, ich sag mal so, auch sehr streamerfreundlich, weil man natürlich durch die wechselnden Perspektiven auch noch mal ein bisschen mehr, ich will jetzt nicht sagen Action bringen kann, aber einen anderen Sichtwinkel einfach mal einfließen lassen kann. Ne? Oder du drückst einfach mal hier und dann ist das alles weg. Dann schnell wieder reindrücken, denn siehst du, ist schon wieder so weit. Kannst du zwei unterschiedliche Autopiloten? Einmal den, wenn du live auf dem Schiff bist, aber nö. Das kann eigentlich nicht sein, weil du kaufst ja im Hafen nur einen Autopiloten. Ich vermute einfach mal, dass das so eine Logik innerhalb des Spiels ist, die nicht so wirklich logisch ist. Denn wenn du eine Funktion hast, die du eigentlich ausgeübt hast, finde ich, sollte sie nicht mehr da sein. Sie sollte irgendwie ausgegraut sein oder einfach nicht mehr existent sein. Das ist aber nicht so. Ja. Kann man sehen, wie lange? Ja, ich glaube, man sieht den Prozentanteil, also den Frischegrad sozusagen. Das kann man, glaube ich, erkennen. Da musst du aber, ne, hier hast du die Fangzeiten. Siehst, wie alt der Fisch ist. Außerdem brauchen wir es nicht. Quoten, was haben wir denn noch? Och, guck mal, das ist ja 105. Das ist ja auch wieder eine Sache, die für die Lenore spricht, dass du mit der Lenore eben diese Fangquoten, die auch einkaufst. Und die sind ja wirklich gut. Also zumindest würde ich das jetzt mal so behaupten wollen im ersten Moment. Also bis du das alles weg hast, da kannst du schon lange für fischen. So. Bin ich mir allein? Hat jemand wirklich? Okay. Hat einer parallel gestreamt? Cool. Ich finde, das Spiel verdient es auch, eindeutig. Es ist natürlich nicht so reißerisch wie irgendein Ego-Shooter, wo man sich hinter irgendeiner Hütte in Dreck wirft und versucht, irgendwie noch da mal eben. Also das ist halt nicht, ne? Also, es ist eine andere Art der Unterhaltung, finde ich. Es ist nicht dieses, ja, ich krieg gleich einen Herzinfarkt, sondern es ist eher.
Genau das Gegenteil. Schön entspannt und runterfahrend. Prozent. Was sollen mir die 79% jetzt hier sagen? Ist das meine Crew? Ist das mein Tank? Was das ist, ist mir klar. Das ist der gefangene Fisch, beziehungsweise in dem Fall jetzt ja der gefangene Hummer. Aber die 79% hier oben? Muss man mal gucken, was jetzt gerade so auf 79% denn ist, wenn man ein bisschen rumsucht. Guck mal, und gleich haben wir hier die 30. rausgehauen. Jetzt für die 30. machst du noch mal ein bisschen Fischfutter. Na dann. So, und wo ist... da, guck mal. Da ist die Boje gesetzt für die 30. Reuse. Der Autopilot. Gleich ist er vorbei und aus und und in dem Moment kann ich ausschmeißen. Logo. Alter. What a timing, ha? Huh? So, jetzt könnte man natürlich schon auf die Idee kommen. Ich mach mal so. Da hält ja alles an. Das finde ich auch gut gelöst. Also man könnte jetzt auf die Idee kommen und sagen, wisst ihr was? Wir fahren jetzt zurück nach Yarmouth. Erstmal gucken wir bei den Finanzen, wie denn der Fischpreis so aussieht generell. Also wir sind bei Hummer 24,51, okay. 21,07, 20, 20,40. Also Yarmouth, klar. Wir könnten natürlich jetzt sagen, okay, einmal hin, Hummer verkaufen, die Jungs wieder leveln und zurückfahren. Für, ich sag mal, das kostet dann, keine Ahnung, hin und zurück, sagen wir mal $2000 an Sprit. Aber wir haben gut gelevelte Mitarbeiter. Hätte vielleicht auch was, ne? Bevor man jetzt sagt, okay, wir machen mit denselben Mitarbeitern hier jetzt so eine Art Zeitsprung. Erstmal werden wir sie zum Ausruhen schicken. Guck mal, die sind nämlich schon ganz platt, die armen Jungs. Haben wir jetzt auch ordentlich gearbeitet. Ja. Ich glaube, das machen wir auch. Wir machen das. Weil dann könnt ihr sich jetzt ausruhen. Wir machen den Sprung nach Yarmouth. Jo. So. In der Zeit, wo wir hin und zurückfahren, vergeht natürlich auch Zeit. Haben wir jetzt hier schon angelegt? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Ne. Also. So, Fisch an Bord. Ja, wir möchten den verkaufen. Und so viel zur Frage, wie viel Geld ich denn schon verdient habe oder zurückgelegt habe oder, ne? Also, nix. Ich möchte erstmal meinen Fang verkaufen. Guck mal, da haben wir $192.000. Und die Jungs bleiben bei 1%. Okay. Also macht das vielleicht eben auch Sinn zu sagen, man nimmt die niedrigeren, also die nicht so gut gelevelten, levelt die selber, weil man dann einfach auf Sicht niedrigere Folgekosten hat. Finde ich jetzt auch nicht so ganz schlecht. Tipps. Nö, ich brauche keine. Danke, das ist mir... Aufträge. Ach, immer noch der 25.000er. Nö. Wenn ich dafür auf die Schnellreisen verzichten muss, dann ist das nicht so das. Haken, Messer, Fernglas. Nö. Ich wollte noch. Was wollte ich denn noch? Genau, ich wollte jetzt erstmal meinen. Diesel holen. Den Schiffsrumpf reparieren. Oh, da hätte ich jetzt doch nochmal die Jungs an die Reparatur setzen sollen. Huh? Na gut, egal.
Da haben wir, glaube ich, alles, was wir brauchen. Also Fangquote, nö, das macht jetzt keinen Sinn. Köder brauchen wir. Guck mal, ja, das macht Sinn. Kleine Reusen kaufen. Macht keinen Sinn, wir haben alle. Verkaufen brauchen wir jetzt auch nicht. Also alles ist gut. Ja. Dann könnten wir tatsächlich jetzt ja mal gucken, wen wir da leveln wollen. Guck mal, der ist jetzt bei Level 70, Rudi, und Victor ist bei Level 74. Geködert und ausgeworfen haben wir jetzt ja. Jetzt müssen die Jungs ja Krabben sortieren und Reuse einholen. So, der hat Reuse einholen 4. Der hat Reuse einholen 5. Geben wir dem mal ein bisschen was mit auf den Weg für Reuse einholen. So. Dann hat der Reuse einholen 13. Das hat ja auch schon wieder richtig Geld gekostet. Und hier machen wir beim Krabben sortieren. Ne, Krabben sortieren brauchen wir nicht. Wir brauchen Hummer sortieren. Krabben ist noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Ja, dann können wir den für was anderes leveln. Vielleicht mal hier fürs Reparieren oder fürs Kochen. Außen per Hand, außen per Maschine, einfrieren, stapelt, Langleine einholen. Netz einholen, ja, vielleicht sollte man schon mal für später. Womit wollen wir denn anfangen? Langleine oder Netz? Ich denke mal, wir fangen mit der Langleine nachher an, oder? Legen wir Netz auf? Chat, was sagt ihr? Wenn wir die Hummerjagd aufgeben, was wollen wir dann? Netze auslegen als erstes oder Langleinen auslegen als erstes? Weil danach macht es natürlich Sinn, jetzt zu entscheiden, wen man wie levelt. Guck mal, der ist der Netz 3, Langleine 2, Langleine 4, Netz 3. Ist jetzt beides nicht wirklich so richtig super, ne? Wir können hier natürlich beim Ködern und Auswerfen nochmal, aber das wird richtig teuer. Ja, wenn man jetzt also sagt, pass mal auf, wir werden noch ein bisschen Hummer fangen wollen. Einfach Kohle machen. Wo ist der Unterschied? Das eine ist ein Netz und das andere ist eine Leine, an der Haken mit Köder dran sind. Das ist der Unterschied. Ist da irgendwas dabei mit Köder produzieren? Nö, ne? Da kann man nicht leveln. Köder ist einfach Reusen ködern und auswerfen, aber Köder produzieren gibt es nicht. So, also hier würde ich jetzt mal ganz simpel sagen, wir brauchen ja nur einen, der die Reusen einholt. Das heißt, wir müssen auch da nur einen wirklich leveln. Der ist schon auf 13. Guck mal, und jeder Punkt kostet jetzt richtig Kohle. Also den 1,14er gebe ich ihm noch, aber dann sind wir auch schon wieder bei 100.000. Das ist jetzt auch... So, und dann machen wir den auch zum Netzeinholer, sagt ihr? Na gut. Also. Leveln wir da auch schon mal so ein bisschen Netz.
Guck mal, dann, wir brauchen ja nur einen, der Netz an. Also das. Kochen? Reparieren ist vielleicht sinnvoller. Hm? Geben wir dem mal ein bisschen was. So. Jetzt haben wir 50.000 noch. Und die lassen wir einfach auch mal. Muss ja nicht alles ausgeben. Okay. Was? Du besitzt nicht genügend Reusen oder Köder? Warum? Was willst du mir hier verkaufen? Ich hab doch alles. Stahl. Wieso habe ich... Ach so. Ja, weil die draußen liegen. Hallo? Die sind ausgelegt. Ich kann da nicht einfach noch welche dazu kaufen. Ich meine, können wir ausprobieren, ne? Ich kann da noch die 31. dazu kaufen. Dann ist das Schiff nachher voll mit Reusen. Das wäre jetzt aber ein Bug, oder? Also, ich mach mal den Spaß. Wir kaufen mal zwei Stahlreusen. Jetzt bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Ey, wahrscheinlich stürzt das Spiel jetzt ab. Das wäre ja auch super. Erstmal abspeichern. Zu spät. Hätten wir vorher abspeichern müssen. Wieder so einer der Fehler. So. Also. Ja, verbleibender Platz. 20.000. Das passt. Jetzt machen wir also einmal eine Reise hierhin. Und von da aus machen wir eine ganz gemütliche Reise zu unseren Reusen. Also wir wollen dahin, wir wollen dahin und dann wollen wir dahin. Nee, ich will ja keinen Wegpunkt setzen. So, und jetzt machen wir mal hier mal die Schnellreise. Sind die Jungs immer noch die... Ja, die liegen immer noch in der Koje. So, also. Warum ist der so schnell? Warum? Was ist hier los? So. Jetzt sind wir also an den Reusen. Es ist Nacht. Wie lange liegen die denn schon? 10 Stunden liegen die schon. Okay. Also 10 Stunden 40 Minuten. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach mal einen Sprung von 7 Stunden machen und dann müsste das eigentlich schon ganz okay sein. Sonst machen wir gleich nochmal eine 8 hinterher, aber mal gucken. 7 Stunden überspringen. Okay. Wow. Dann ist es 6 Uhr morgens und es ist immer noch dunkel wie sonst was. Und die Kollegen sind auch immer noch grün. Okay, also dann müssen wir nochmal eine Stunde nach vorne springen. Immer noch grün. Tja, dann sind wir flexibel. Springen wir nochmal eine Stunde nach vorne. Aha, jetzt sind die ersten blau. Okay. Legen wir jetzt schon mal zwei aus? Nee, ne, machen wir nicht. So, Kollegen. Aus den Federn, ihr habt lang genug gelegen. Rudi ist der Reuse-Einholer. Und dementsprechend ist Viktor der Sortierer. Tja. Aber es gibt hier nur Krabben sortieren. Da ist auch noch Sortiere Jakobsmuschel. Also insofern gibt es wahrscheinlich keinen echten Hummersortierer. Ich weiß nicht. Schon verblüffend. Okay, egal. Ich schalte mal für euch
in den Nachtmodus, dass ihr ein klein bisschen besser seht. Ich würde sagen, da ist die Nummer 1. Naja, Hummer ist, ja gut, ist noch immer ein bisschen Hummer da. Okay. So. Schon mal so ein bisschen abbremsen. Wollen ja nicht an der ersten gleich vorbeifahren. Oh, und da ist die 30. Okay. Oder die 29. Ja, da ist die 30. Hier ist die 29. Okay, also dann müssen wir... Da ist die nächste. So, mal gucken, was die erste Reuse denn jetzt hier bringt. Und wie sieht's aus mit... Ja, guck mal, bei 13. Na, die ist jetzt über 18 Stunden. Das springt hier gleich um. Ja, gut. Alles gut. Panzerschreck. So ein Wetter hat nur jemand, der es verdient. Na, also da muss man auch dann schon ein bisschen was für tun. Wow, viel zu schnell. Viel zu schnell. Abbremsen. Die Jungs sind ja noch lange nicht so weit. Guck mal, da, die blaue Kiste steht da noch. Solange diese Kiste da steht, geht auch gar nichts. Zack. Jetzt aber. Ich bin nochmal gespannt. Ja, gut, okay. Fast 200 Kilo. Ich bin ja mal echt gespannt, was der jetzt mit den beiden Kisten macht. Also, ob wir die letzten beiden noch reinholen können gleich. Oder ob er nach 30 Kisten sagt, nö, Schiff ist voll. Na, oh ja, ein bisschen Hummer ist da. Und er sortiert sich den Wolf. Alter Schwede, das ist schon über... 19,815. Okay. Denn da scheint doch einiges in der Kiste drin zu sein. Ja. So ein bisschen. So. Ach ja. Habe ich schon erzählt, dass ich heute Abend ein Grillhähnchen mir machen werde? Konnte gerade beim Einkaufen noch sehr günstig, also ich finde es sehr günstig, ein Grillhähnchen schießen. Nee, nicht schießen, kaufen. Also geschossen hat es ein anderer. Nee, wahrscheinlich auch nicht. Also einfach bleiben wir bei kaufen. 1400 Gramm Hähnchen für 5,60 Euro. Finde ich recht günstig.
fast schon wieder zu günstig. Ist jetzt natürlich kein Maishähnchen und es ist, ja, das ist nicht nur okay. Rechne das mal auf den Kilopreis. 1.405,60 €. Also da frage ich mich, wie wollen die das produzieren? Was wollen die dem füttern, damit das überhaupt passt? Also das ist schon ein echtes Schnäppchen. Aber egal. Wird es auf jeden Fall heute geben. Und am Wochenende will ich mir was ganz anderes machen, was ich noch nie vorher gekocht habe. Ich bin mal gespannt. Ich bin da gestern und vorgestern drüber gefallen. Die Portugiesen kennen sich offensichtlich ganz gut mit Tintenfisch-Eintöpfen aus. Und da will ich mich mal dran versuchen. An so einem portugiesischen Rezept für Tintenfisch-Eintopf. Ja, dass das nicht geht, das weiß ich doch. Nee, 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 nee. Lecker, 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 lecker. Und vor allen Dingen kalorienarm. Gemüse. Tintenfisch. Das, was? Ihr seid euch da einig? Da seid ihr raus? Doch, das ist schon... Also Calamaris, ne? Nicht die Saugnapf-Fraktion. Ich habe da schon was geöffnet. Ich zeige euch gleich mal, wie das aussieht. Nee, nicht zu jedem Preis. Da bin ich voll bei dir. Aber da ich ganz gerne Tintenfisch esse, will ich das ganz gerne einfach mal versuchen. Aber wie gesagt, Calamaris, nicht Pulpo. Und es geht halt mehr als Calamari Fritti. Die Tintenfischringe in Öl frittiert. In Panade. Mit einer Remoulade dazu. Jo. Das ist dann so ein bisschen, also, da muss ich echt sagen, da, wenn ich dann sowas essen würde, da würde ich mich schon wieder ärgern, dass ich gestern 12 Kilometer gelaufen bin. Also ich laufe nicht 12 Kilometer, um am nächsten Tag oder am übernächsten Tag mir Calamaris mit irgendeiner Knoblauchsoße oder sowas reinzuziehen. Boah. Also selbst gemacht, Tangoram, schmecken die auch noch mal ein bisschen anders. Ja, wenn du also wirklich ganze Calamari-Tuben kaufst und die dann schneidest und ein bisschen vorbereitest und dann in Panade wälzt und dann erst, das ist schon anders. Deutlich leckerer. Das andere ist ja wirklich teilweise echt, ja, nur Gummi. Gegrillt schmecken, ja, gegrillt schmecken ja auch richtig gut. Richtig lecker. Dann kriegen sie nochmal so ein leichtes, naja, ich sag mal, bitteres Aroma an den Grillstellen. Nicht verbrannt, sondern so ein bisschen bitter, finde ich. Und das gibt dem Ganzen nochmal einen anderen Kick. Also, ja. Ganz wichtig bei der Geschichte ist natürlich das Calamari-Weißwein-Verhältnis. Das muss schon stimmen, ne? Also. So. Fisch
Geräuchert, ja. Geräucherfisch ist auch was Leckeres. Meeresfrüchte nicht unbedingt. 1 Liter zu ein Stück. Nee, das ist ein Todesverhältnis. Wenn du jetzt sagen würdest, 1 Liter auf 1 Kilo, dann würde ich sagen, jo, das passt. Weil ganz ehrlich, 1 Kilo Kalamaris isst man einfach nicht. Hey, Chevalier, moin! Die kleinen Kalamari, die werden ja nicht nur auf Steine geschlagen, das ist ja eher der Pulpo, der so fies da gegen die Wand geknallt wird oder auf irgendwelche Steine. Da gibt es ja sowas wie so eine kleine Wäschetrommel. Und da kommen die dann rein und dann drehen die sich sozusagen immer um sich selbst und gegeneinander und damit werden die auch weich. Das passt schon. So. Also. Genau. Jetzt habe ich wieder nicht darauf geachtet, wie wir vorhatten, aber das hat lange gedauert, bis er die reingeholt hat. Sehr gut. Je länger es dauert, umso mehr ist drin. Die Kollegen werden natürlich langsamer hier. Jedes Sortieren levelt. Aber der ist ja jetzt schon richtig gut gelevelt. Also insofern. Ach nee, sortieren? Weiß ich jetzt gar nicht. Wie gut ist der beim Sortieren gelevelt? Also einmal Krabben sortieren. Krabben sortieren. Guck mal, jetzt steht hier doch Krabben sortieren. Dann wäre das Krabben sortieren möglicherweise ein Hummer sortieren gewesen. Wieso steht hier Krabben sortieren? Das verstehe ich jetzt nicht. Okay. Ist mir vorher nicht aufgefallen, dass auch bei Hummer Krabben steht. Tja, dann haben wir. Aber guck mal, taktisch klug. Ich habe noch 50.000 behalten. Die 50.000 können wir natürlich nehmen, um gleich noch dann das Krabbensortieren zu leveln. Mehr oder weniger, moin. So. Schon mal drauf zuhalten. Ja, die liegen aber echt hier nah beieinander, ne? Also kein Wunder, dass wir da so ein bisschen vorhin Schlenker fahren mussten, weil sonst wären die ja hier gewesen. Also das ist schon sehr nah. Frage ist, ja, so ein bisschen Hummer ist hier. Mehr Rotbarsch. Mehr Rotbarsch als Hummer. Oh, guck mal, nicht drauf geachtet. Sind wir schon da? Oh. Da, so. Sehr gut. Und go, 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 go. Oh. Oh, danke euch. Danke euch. Gefüllte Sepia habe ich noch nie gegessen. Ich habe noch nie Sepia gefüllt. Auch etwas, was ich noch mal machen werde, definitiv. Ich habe davon jetzt so viele Fotos gesehen. Also, da werde ich mich auf jeden Fall noch mal ranwagen. Gehe ich von aus. Also die Ringe ist ja sehr einfach gehalten. Ne? Das ist ja eine ganz einfache Nummer. Also alles, was aufwendiger ist, ist ja beim Kochen meistens auch eine Idee besser.
Wow, da kommt jetzt aber gerade richtig Strömung, weil ihr seht hier und ihr seht hier. So, jetzt will ich aber nicht zu schnell werden. Oh, jetzt nimmt er dann doch ein bisschen Fahrt auf. 140 Kilo, ja, das ist jetzt nicht wirklich viel, ne? 140 Kilo. So. Hier. Zwei Knoten nur noch. Alter Schwede, echt. Aber ich glaube, was wir jetzt gleich machen werden, ist tatsächlich, nachdem wir die 30 reingeholt haben, fahren wir nochmal wieder zurück in den Hafen, verkaufen die und dann werden wir mal hier so ein bisschen, ne, unentdeckter Ort. Da haben wir schon einen entdeckt, aber hier gibt es mit Sicherheit auch noch andere Sachen da, unentdeckter Ort. Weil das sind ja alles Sachen, die einen letztlich nachher auch weiterbringen, wenn man was verkaufen will. Also Fisch verkaufen will. Ringe kommen mir das Vorspeisen. Jo. Anderthalb Kilo Vorspeise. Immer rein damit. So. Hol rein. Tut er ja auch. Da kommt die Kiste. Cool. Auch cool gemacht, ne? Dass man die hier unten tatsächlich schon so ein bisschen im Wasser tanzen sieht. Sehr detailreich. Und so habe ich es tatsächlich auf der Ostsee auch schon ganz häufig gesehen. Na, also Ostsee ist ja auch eher so ein bisschen kurzwellig. Hier sind immer so lange Wellen noch mit dabei. Das ist eher nur dann, wenn mal so die Stena Line oder irgendwas in der Nähe vorbeigefahren ist. Aber sonst ist das eher alles ein bisschen kappligeres Wasser. Anders als in der Nordsee, wo ja eben die Wellen auch länger sind. Na? Das ist wieder ein voller Korb. Sehr gut. Gleich mal darauf achten, was da steht. 153 Kilo? Das ist ja gar nichts. Was ist denn mit dir los? Bist du müde? Warum brauchst du so lange? Ja, wie gesagt, ich bin gleich gespannt, was passiert, wenn wir Reuse Nummer 29 reinholen wollen. Ob das Spiel dann sagt, nee, du hast 30 an Bord, das geht nicht mehr. Oder ob wir die tatsächlich reinholen können und dann 32 haben. Also grundsätzlich würde ich jetzt mal behaupten wollen, ist das eher ein Bug, was da passiert, wenn du im Hafen bist. Also du machst eine Reise in den Hafen, nachdem du die Reusen ausgelegt hast. Und das Spiel sagt dir beim Rausfahren, dass du nicht genügend Fangmaterialien hast und ob du dich doch was kaufen willst. Das macht eigentlich keinen Sinn. Also ich finde, das dürfte nicht passieren.
Weil ich habe ja genug. Ich hab's nur nicht an Bord. Deswegen einfach mal gucken. Ich vermute, dass es tatsächlich so sein wird, dass nach der 28. Reuse Schluss ist. Also dass wir die 29. und 30. nicht mehr reinholen können. Ohne es zu wissen. Das ist nur eine Vermutung. Oder weiß es vielleicht einer von euch? Kann einer vielleicht sagen, was passieren wird? Kann mich schon mal darauf einstellen. Ist der Schock nicht ganz so groß gleich? Na? Brauchst schon wieder ein bisschen länger hier an der Reuse, ne? So, jetzt müssen wir da rüber. Das ist ja nur so ein kleines Stück. Boah, zack, 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 zack. Wie viel hatten wir eben nach der Hälfte? Ich glaube auch so etwa, ne? 3,5. 3,5 Tonnen. Da werden wir wohl wieder hinkommen, so in etwa. Das denke ich auch, Garfield. Ich befürchte das fast. Was wir natürlich dann machen könnten, zwei nochmal auslegen und anschließend vergessen. Also zwei auslegen, damit wir die beiden vollen dann noch holen können. Und dann einfach sagen, so, und jetzt, ja, die beiden dumm gelaufen. Weil wenn wir die verkaufen, kriegen wir pro Reuse $500. Also es geht um $1000, die wir dann bekommen. Aber zwei Reusen, a 150 oder 200 Kilo, mal $25 bringt einfach ein bisschen mehr. Don Jolo, moin. Ja, darum geht's nicht. Dass ich das kann, ist mir klar. Mich interessiert, was macht das Spiel? Lässt das Spiel, nachdem es mir im Hafen gesagt hat, du hast zu wenig und ich zwei gekauft habe, lässt das Spiel jetzt zu, dass ich mit 32 fischen darf? Oder sagt das Spiel dann, nö. Weil dann ist es für mich ein Bug. Das macht ja keinen Sinn, einem Spieler zu sagen, du hast zu wenig, obwohl er genug hat. Dann muss ich schon sagen, okay, wenn du es denn jetzt so hast, jetzt geht mehr. Aber das kann ich mir eben nicht vorstellen, dass das geht. Und der nächste Schritt ist natürlich, was passiert? Ja, ein Logik-Bug. Also Bug im Sinne von Programmierung, alles falsch, so nicht, aber ein Logik-Bug. Das würde ich schon sagen. Also das passt einfach nicht. Die Frage ist, wenn ich jetzt zwei auslege und nicht wieder einhole, was passiert mit den beiden? Kriege ich da irgendwann eine Strafe? Dass ich die Meere verschmutze oder liegen die halt und die Hummer, die da drin sind, gammeln und dann ist irgendwann Schluss. Schwierig.
Ja. Ist mir von der Logik her klar. Aber macht das Sinn, diese Anzeige, die da gekommen ist, dass ich zu wenig habe und ob ich das wirklich so will oder ob ich nicht noch was kaufen will? Und das macht für mich keinen Sinn, weil ich habe ja 30. Ich habe genug, dass ich mehr machen kann. Okay. Aber dass das Spiel mir sagt, du hast zu wenig, das ist ja nicht richtig. Ich habe ja nicht zu wenig. Könnte mehr, aber ich habe nicht zu wenig. Ne? Das ist ja wie, stellt euch vor, zwei Kästen Bier, du hast einen ausgetrunken und da kommt einer und sagt, du hast zu wenig. Nee, ich habe eigentlich genug. Da geht noch was. Aber, also insofern, ne? Ist halt die Frage. Was haben sich die Programmierer dabei gedacht? Vielleicht ist das ja auch nur ein Fehler in der Übersetzungsdatei, in der deutschen Sprachdatei. Dass es international einfach ganz anders möglicherweise formuliert ist. Keine Ahnung. Bei dem Beispiel haben wir immer zu wenig. Nö, nö, nö. Ganz ehrlich, ich hatte auch schon genug. Also mehr als genug. Immer zu wenig geht nicht. Das, nee. So. Gleich haben wir Reuse Nummer 20 an Bord. Also jetzt machen sie die 19. leer. Boah. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Aber bei solchen Sachen bin ich immer sehr, sehr neugierig. Also wenn jetzt das so ist, dass ich die beiden letzten gleich nicht an Bord nehmen kann, dann werde ich tatsächlich zwei ausschmeißen einfach, werde die anderen beiden dann reinholen, werde dann in den Hafen fahren und werde mich um die beiden erstmal nicht mehr kümmern. Mal gucken, ob dann irgendwann mal ein Hinweis kommt, so von wegen, du hast da an der Stelle noch zwei Reusen im Wasser und hol die mal oder irgendwie so. Mal schauen. Weil bei dem Prinzip kannst du ja nicht nur 60, du kannst ja 90 oder 120. Ne? Du spielst das Spiel in Echtzeit und machst eben diese Zeitsprünge nicht. Also immer nur den Zeitsprung zurück in den Hafen und dann raus, haust 30 ins Wasser, fährst wieder zurück in den Hafen, holst nochmal 30, haust sie wieder ins Wasser. Also, ist ja eigentlich nicht so im Sinne des Erfinders. No. Aber mal gucken. Dauert nicht mehr lang, dann sind wir schlauer. So, Krabbensortierer, hau die Hacken hinterher. Boah, 300 Kilo. Kann ich verstehen, dass es das ein bisschen länger dauert. Also, es wäre eigentlich logisch, dass du irgendwann mal sagen musst, okay, weg.
Auf der anderen Seite, wenn jetzt davon auszugehen ist, dass an jeder Boje irgendwie sowas wie ein kleines Visitenkärtchen hängt, wovon man ja nicht ausgehen muss, dann wäre also auch für die Wasserschutzpolizei oder sonstige Aufsichtsbehörden ja nachvollziehbar, wem das gehört. Und der könnte sich natürlich dann auch mit demjenigen in Verbindung setzen und sagen, du pass mal auf, hol bis dann und dann das mal ab, das liegt ja schon so und so lang da drin. Wenn du es nicht machst, kriegst du eine Strafe. Also mal abgesehen davon, in einem Spiel ist ja alles möglich. Ne? Also da sind wir wieder bei Real Life und Spiel. Ja, das Spiel kann ja kann natürlich nachvollziehen, von wem welche Boje ist und welcher Korb. Naja. Wir schauen mal. Ja, hier ist wieder gegen den Strom angesagt. Na, ihr seht hier, wo der ist, und ihr seht wieder Knoten. Teilweise unter einem Knoten. Soll noch ein bisschen schneller werden. Sonst kommen wir da nicht rechtzeitig hin. Na, was sortiert er so lange? Oh, ein bisschen Krabbe ist hier, aber. Also Hummer. Ein bisschen Krabbe, kann ich auch schon sagen. Tja, 5,1 Tonnen und 6 liegen noch draußen. Okay. Was ein Möwengeschrei. Und ich sehe gar keine. Na doch, ich sehe doch welche. Ich sehe gar keine, stimmt ja gar nicht. So. Der dödelt da von alleine drauf zu. Mal ein bisschen einlenken. Und schnapp sie dir. Da sind schon die nächsten. Spannung steigt. Schier ins Unermessliche. Wo ist die Sonne eigentlich? Da irgendwo muss sie sein, ne? Ha? Osten? Wie spät ist es denn? 12.36 Uhr. Okay. Aber immer noch mitten in der Hummersaison, ne? Bis 31.05. heißt es Hummer, Hummer, Hummer. Ja, und hier sind auch noch ein paar. Ja, sogar relativ nah dran. Und auch jede Menge Seelachs und Rotbarsch. Jede Menge Seelachs und Rotbarsch. Also das werden wir auch noch mal hier Seelachs.
Stimmt ja eigentlich nicht wirklich, ne? Der ist ja eigentlich auch hier eher. So, zack. Ja, wenn wir dann irgendwann mal doch mit unseren Netzen raus wollen, dann macht es ja Sinn zu wissen, wohin. So, Kollege. Kisten sortieren. Guck. Passt doch. 209. Jo. Okay. Scheint mir so der Schnitt zu sein. 200 Kilo pro Reuse. Dann kommst du eben auf 6 Tonnen. Ja. Putin-Schnitzel, welcome back. Knapp 200.000. 197.000 irgendwas. Und der war ja nicht voll. Das war ja, ich sag mal, zwei Drittel irgendwie so. Ne? Also da wäre ja noch ein bisschen was gegangen. Ein Gang einmal rund hätte noch geklappt. Also insofern, ja, kann man schon ein bisschen Geld mitmachen. Aber natürlich interessiert mich jetzt auch, was man mit Netzen machen kann. Wahrscheinlich geht das alles ein bisschen schneller, vermute ich mal. Aber wie schon gesagt, ich möchte natürlich jetzt auch erstmal mal ein bisschen erkunden. Also ich möchte die anderen Häfen freischalten, um zu gucken, ob ich da möglicherweise noch bessere Preise bekomme. Weil das wäre ja blöd, ne? Wenn man jetzt das nicht erkundet und die ganze Zeit zwar froh ist, dass man einen guten Preis bekommt, aber dass er immer noch nicht der Beste ist. Damit lässt sich definitiv was anfangen, ja klar. Auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, was die nächsten Boote, Schrägstrich Schiffe so kosten, da muss man dann auch schon mal ein bisschen anfangen zu sparen, beziehungsweise man muss einfach sagen, weißt du was? Wir haben 12. April bis 31. Mai darf ich noch Hummer fischen, ja, dann Hummer fischen. Um einfach Geld auf die hohe Kante zu bekommen, damit man sich dann wirklich irgendwann mal ein vernünftiges Schiff kaufen kann. Und Mannschaft weiter leveln. Na, Schleppnetze wird nix. Also ich kann mit dem Schiff, ja, natürlich kann ich hier mit Netzen. Dazu brauche ich dann die Netze, ich muss die Ausrüstung. Schleppnetze geht nicht, weil das kann das Schiff nicht. Da brauchst du wieder einen Trawler, der ein bisschen größer ist. Das wird dann kommen, Logo, mit den großen. Aber mit dem hier kannst du nur Stellnetze auslegen. Aber was heißt nur? Das sind auch ganz ordentliche Netze. Also das kommt einfach auf dem Fischfang, den ich hier kenne, sehr nahe. Stellnetze. So, guck mal, jetzt kommt der spannende Moment. 29 und 30. Jetzt haben wir mit der haben wir gleich 30 an Bord. Frage ist, was passiert jetzt? Was haben wir denn? Oh. 6 Tonnen. Okay, also Reuse einholen springt schon mal an. Remi, Demi, dir auch ein schönes Wochenende. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Und?
Nee, guck mal, er lässt sie einfach durch. Das kann jetzt auch sein, dass ich da einfach zu schnell gewesen bin. Das werden wir nochmal testen. Nee, jetzt müsste er sie geholt haben. Also, Reuse einholen ist nicht. Okay. Okay. Ich weiß, was ich zu tun habe. Spiel. So. Du da, du da. So, Kollegen, macht euch klar. Wir schmeißen einfach mal zwei Preußen über Bord. So, wenn wir weit genug weg sind. Zack. Und einmal hochdrehen. Guckt euch das an. Scheiße. Das lohnt sich vielleicht sogar, die Reusen nachher nochmal zu holen. Wow. Hier sind aber echt Hummer. So. Dann werden wir die beiden jetzt an Bord holen. Greif sie dir. Ach. Manchmal, ne? Da kommt es mir jetzt auch nicht drauf an, wer ist und wer wo drin gut ist. So. Und? Wo ist Kollege? Oder ein Boot? Nö, da ist er. Alter, weit weg. Nö, gar nicht wahr. Das ist der Einser. Oder? Ist er das nicht? Ne, der Einser müsste da drüben sein. Da ist er, ja. Okay, also dann ist das hier. Die 29. Völlig verwirrend, das Spiel. So. Ranrutschen. Reinholen. Und zum nächsten treiben. Und dann haben wir das. Aber hier ist wirklich Hummer. Hier sind jetzt auch die Schreihälse. Was machst du da mit der Kiste? Hallo? Ah! Ich sehe schon, du kannst sie nicht abstellen. Da steht eine. Guck mal, worauf man alles achten muss, ne? Also, selbst ist der Mann sozusagen. Zack, hin da. Und dann stellen wir die damit hin.
Guck mal, jetzt kann er nämlich auch an Bord und der kann jetzt hier auch seine Sortierung durch. Alter, ey. Hier ist was los. Und ich wundere mich die ganze Zeit, warum holt er den nicht rein? Tja, man muss dann wirklich auch mal genauer hingucken, was da so passiert, ne? Es sind halt nur Angestellte. Willst du das, was erledigt wird, musst du es selber machen. So. Guck mal, da driften wir an die Boje ran. So ganz langsam. Das langt nicht. Das langt nicht. Da müssen wir geradeaus. So, von der Brücke ein Stückchen weg. Und jetzt Rückwärtsgang. Und an die Brücke ran. So. Guck mal, 322. 322 Kilo waren das nochmal. Ja, das schafft dann schon was. So, dann lassen wir die Jungs nochmal ein bisschen sortieren. So viel Zeit muss sein. Und wenn das Sortieren abgeschlossen ist, wenn das Sortieren nochmal überwachen hier. Das sind schon mal zwei gute, drei gute. Ja, das passt schon. Also, er hantiert mit Hummern in beiden Händen. Mit anderen Worten, in der Kiste ist da aber schon was drin gewesen. Hummer nehmen? Nö, nö, nö. Ich bin nur zur Aufsicht hier. Bin ich zum Arbeiten da. Guck mal, die nächsten. Ja, das. Wollen ja auch, dass der Gute levelt. Wir wollen ihm ja nicht sein Leveln wegnehmen, ne? Guck mal, das ist ja cool. Da ist ja echt richtig was drin. So, Reuse schließen. Jo. Und du werd fertig. Er ist fertig. So, du bist fertig. Das heißt, wir können jetzt mal gucken. Wir setzen uns hier mal gemütlich hin. Und ja. 7 Tonnen. 7 Tonnen ist doch cool. Okay, dann werden wir die Jungs nochmal hier zum Ausruhen schicken. Ja, Victor muss ausruhen. Rudi ist noch gut drauf. Die Rudi könnte jetzt eigentlich auch zum Kochen geschickt werden, aber nö, da haben wir auch immer noch gut. Das passt. So. Und dann würde ich sagen, machen wir mal unseren Sprung hier hin. Schnellreise. Jo. Guck mal, überfischen soll man sie auch nicht. Das macht tatsächlich auch Sinn. So. Ich möchte den ja mal verkaufen. Ja. Aber 24, 36. Schon gut. Amo, moin! Ja, läuft. Alles läuft. Passt. Guck mal, jetzt haben wir hier, ne? So, Fang verkaufen und 200.000. Dafür können wir natürlich auch schon mal so ein bisschen Netze und sowas einkaufen. Fanggeräte. Kleine Reusen. Ach so, nee, Moment. Ich muss ja erstmal. Ich muss das ja erst einmal für
Netzfischen ausrüsten. So. Und dann muss ich da eine Bedienung des Netzes. Tutorial möchte ich gerne, ja. Aber tatsächlich nicht jetzt. So, ah ja, okay. Und dann muss ich dann wechseln. Ich kann immer nur für eins ausgerüstet sein. Ich verstehe. Ich verstehe. Gut. Guck mal, Netze kaufen. 75 Meter Netze für... Also 12 Netze. Okay. Da kaufen wir natürlich auch 12 Netze. Das ist ja... Das ist ja, ne? Also... Das ist ja gar nichts. Und das war's schon? Okay. Also, was ich jetzt mit euch machen möchte, ist einfach mal so eine kleine Erkundungstour. Dass wir hier beispielsweise einfach mal in den Hafen springen. Schnellreise. Ach so. Ja gut, ich kann in dem Hafen auch tanken. Spiele keine Geige. So, also, dann werden wir hier erstmal anlegen und was gibt's denn? Oh, erhalte Aufenthalt von Hummer. Nee, das Rotbarsch von vor 3 Tagen. Tja, wenn wir jetzt auch mit Netzen unterwegs sind, ne? Aber dazu müssen wir erstmal wissen, wie es geht. Aber was ich ja eigentlich möchte, ist Treibstoff. Wartung. Treibstoff kaufen. Schiffsrumpf reparieren. Wow, 1,65 Dollar. Ja, das, nee. Nee. So, ja, es ist Nacht, Senorita. Wie schön. Wie spät ist es? 23 Uhr irgendwas? Okay. Passt auf, dann machen wir das voll wie folgt. Wir werden einfach mal einen Zeitsprung machen. Ja, wir hier mal ankern. Und werden mal 9 Stunden überspringen. Ah. So soll das auch sein. Na, mitten in den Sonnenaufgang gesprungen. Sehr gut. Und dann gucken wir uns doch nochmal. Nee, ich will erstmal ganz kurz. So, wir haben jetzt fürs Fisch ausnehmen, haben wir den Tisch. Und das ist jetzt hier Netz hochziehen. Okay. Da habe ich aber auch nichts gesehen, was jetzt irgendwie. Da sind sie, die Netze. Da habe ich jetzt nichts gesehen, was irgendwie noch an Verbesserung da wäre. Ich will aber trotzdem mal gucken. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwie... So, Fischausrüstung. Fanggeräte. Ne, das wäre ja wahrscheinlich Verbesserung, ne? Lager, brauchen wir nicht, Motor, Radar, Autopilot, Fangquote, Fischsonar, Boje, Suchlicht. Haben wir alles. Das ist alles, ja, alles gut. So, dann werden wir jetzt hier einfach mal so eine kleine Erkundungstour starten. Also mal rückwärts raus. Logboard, da geht's raus. Und was ist hier los? So. Okay, und jetzt gibt's hier. Gib Gummi!
wo kein Schnee liegt, kann gelaufen werden. Oh ja, jetzt. Gut. So. Also ich glaube, das ist schon ganz sinnvoll, einfach sich auch mal einen Überblick zu verschaffen, wo denn was auf dieser Karte ist. Das ist jetzt Gott sei Dank keine Weltkarte. So Open World, dass man da irgendwo hinfährt und plötzlich klappt noch nebenan was auf. Aber trotzdem groß genug. Also dadurch, dass das Schiff halt jeweils nicht so wahnsinnig schnell ist. Ne? Mit 9 Knoten unterwegs zu sein, ist schon nicht schlecht, aber da zieht jetzt kein Hering vom Teller. So, okay. Jetzt sind wir also hier raus. Dann würde ich vorschlagen, wir werden uns einfach mal hier so ein bisschen am Rand sozusagen dieser Zone entlang tasten. Da kommen wir nicht durch. Ne, da müssen wir also... Vielleicht ist hier aber was zu entdecken drin. So, 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 so. Hier gab es Hummer vor 9 Tagen. Ja. Da ist bestimmt immer noch Hummer. Guck mal, jetzt könnten wir hier noch... so, jetzt ist die Frage. Ja, hier entdecken. Man weiß es nicht, ne? So, so, da, so und unentdeckter Ort. So, tja, jetzt können wir natürlich sagen, wir machen das einfach mit Autopilot und los. Dann sind wir wahrscheinlich am nächsten Freitag noch unterwegs. Oder, so wie ich das jetzt hier mache, einfach mal Schnellreise. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Keine Ahnung, ob der überhaupt bei der Schnellreise was entdecken kann. Wir werden es ja gleich sehen. Ah, halt, 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 halt. Halt, Moment, 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 Moment. Da war was. Frage ist, was haben wir hier gehabt? Und was haben wir da gehabt? Also... Da gucken wir doch mal. So, einmal fahren wir hier auf dieses Häuschen drauf zu. Netz auswerfen. Nö, danke, ich will jetzt kein Netz auswerfen. Na, wenn wir so Schnellreisepunkte jetzt hier aufmachen, das ist natürlich auch perfekt. Dann kann man ja wirklich über die halbe Map mal eben schnell klicken. Weil ansonsten bist du da ja echt die ganze Zeit nur unterwegs. Auch ganz nett, aber... Naja. Time is money. Ich könnte mir fast vorstellen, dass wir das hier gleich entdecken. Was auch immer das da ist. Irgend so eine Siedlung oder... Ist da ein Leuchtturmhaus? Nee. Haus ja, Leuchtturm nein. Nochmal gucken. Mal einfach ein bisschen geduldig sein. Ne? So, und irgendwann muss er jetzt ja mal
nah genug dran sein, um zu erkennen, was es ist. Und dann müsste aus dem Fragezeichen ein Ausrufezeichen werden. Nee, nicht wirklich, aber irgendwas müsste dann ja doch mal passieren. Guck mal, Western Head. Sehr gut. Da können wir dann auch wieder hin. Schnellreise zu Western Head. Perfekt. So, und jetzt... Halt. Ich wollte das eigentlich verschieben, aber das verschiebt sich gar nicht. Okay. Der hatte doch da oben noch irgendwas entdeckt. Muss ich doch mal dahin. Hier war doch eben noch ein da war doch ein zweites Zeichen. Kannst mir noch erzählen, was du willst. Habe ich doch gesehen. Auch wenn du es jetzt weggenommen hast, da fahre ich trotzdem hoch. Vielleicht ist das irgendwie so ein Schiff. Das ist ja auch ganz spannend, dass man bestimmte Schiffe überhaupt nur kaufen kann, wenn man sie vorher entdeckt hat. Also, da, guck. Da ist doch das Fragezeichen. Das sag ich doch. Ne? Nachher ist das schönste Schiff dieser Welt. Und wir haben es niemals irgendwo im Hafen zum Kauf, weil wir es noch nicht entdeckt haben. Matchwurm, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt da jetzt zwei Dinge. Da kann ich wirklich aus tiefstem Herzen sagen, was die Bayern machen, interessiert mich überhaupt nicht. Das ist mir völlig egal. Die können da machen, was sie wollen. Und Fußball ist wirklich für mich auch nicht mehr so spannend. Ich meine, im Moment ist natürlich aus norddeutscher Sicht, ne, zweite Liga, erster norddeutscher, zweiter norddeutscher, dritter norddeutscher Verein, schon auch interessant. Aber ist ja nur eine, eine Kurzzeitbetrachtung. Das wird sicherlich nicht so bleiben, dass Hansa Tabellenführer bleibt. Aber es ist mal ganz nett, das zu sehen, und dann das war es dann auch schon. Aber ansonsten, mir ist das Ganze auch einfach zu krank geworden. Dieses ganze Transferverhalten, da geht es um so viel Geld, dass ich einfach sagen muss, ich kann mich damit nicht mehr identifizieren. Also für mich ist der Fußball von den Fans so weit weggerückt, dass man das einfach überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also nicht mehr nachvollziehen kann. So geht's mir. Ne? Ob die da jetzt über 130, 120 oder 100 Millionen sich unterhalten. Hallo? Ich hab noch nicht mal eine halbe, noch nicht mal eine Viertel, noch nicht mal ein Zehntel, noch nicht mal ein Hundertstel. Also, was wollen die? Das ist, Kick, moin! Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi. Sehr gut, Abo. Zicke, zacke, Hühnerkacke. Nee, also, das ist mir in der Tat einfach Latte. Ich würde mir nur wünschen, also jetzt generell für den deutschen Fußball, für die Bundesliga wünschen, dass mal ein anderer Verein auch ein bisschen Geld in die Hand bekommt und sich so aufstellen kann, dass die Bayern nicht automatisch wieder deutscher Meister werden. Das letzte Saison war doch bis zum letzten Spieltag wenigstens mal ein bisschen Spannung drin. Auch wenn halt Dortmund gezeigt hat, dass man auch eine Meisterschaft einfach mal wegschmeißen kann. Nur in der Zeitung Nee, ich hab's wirklich, also überhaupt nicht. So, ich sehe kein Schiff. Ich sehe kein gar nichts. Ich sehe nur ein Fragezeichen. Was? Ah, da. Seht ihr? Seht ihr, was ich sehe? Da ist ein Schiff. Welches Schiff ist denn das? Wer ist denn da? Hm? Wer guckt denn da um die Ecke? Machen wir es mal spannend.
die Siaken. Was ist denn die Siaken für ein Schiff? Wups. Weg ist sie. Jetzt finden wir sie nur noch im Hafen. Na dann, okay. Aber okay, okay, okay. Seit wann ich das Spiel spiele? Seit letzten Mittwoch, glaube ich. Guck mal, jetzt könnten wir eine Schnellreise hier vorne hin machen. Und dann von da wieder quer rüber, aber nö, nee, nee. Jetzt machen wir uns hier mal eine schöne, entspannte Zeit. Tabu nicht, aber im Moment absolut uninteressant für mich. Ich ärgere mich zu viel. Das Thema hatten wir vorhin schon die ganze Zeit. Ich brauche keinen Blutdruck von 180 zu 120 mit einem Puls von 210. Wenn ich das auch mit 120 zu 80 und 60 durchhalten kann beim Stream. Ja, also du, ganz ehrlich, es haben jetzt wirklich im Chat schon sehr viele geschrieben, deinstalliert und spiel nicht mehr. Und also ganz offensichtlich bin ich nicht der Einzige, der das Gefühl hat, dass Wargaming die Spieler mehr und mehr verliert. Das mag ja auch bei einer ganz bestimmten Mentalität funktionieren. Ich glaube, der aufgeklärte deutsche Spieler, der lässt sich sowas eben nicht so lange gefallen. So, pass mal auf, wenn ich jetzt hier aber, wartet mal, wenn ich jetzt wieder meine Schnellreise, der müsste doch eigentlich hier wieder die Route abfahren, oder? Ja, guck mal. Schnellreise gestartet und... Autsch. Ging dann vorbei. Sehr gut. Aha. Da haben wir wieder was entdeckt. Irgendwas ist da. Kickt, ja, na klar. Genau in die Richtung geht das. Ui, das wollte ich gar nicht. Also am liebsten eben Spieler, die das nicht hinterfragen, was da passiert. Die froh und glücklich sind, dass sie das Spiel gefunden haben. Die sagen, hey, super, und dann kaufe ich mir noch mal hier und dann kaufe ich mir noch mal da und dann kaufe ich mir das auch noch mal. Und dann eben für sich feststellen, oh, das ist ja doch alles scheiße und das läuft ja alles gar nicht so, wie das versprochen ist. Und die machen ja, was sie wollen und doof. Und dann wieder weggehen und dann am liebsten den nächsten. Ah, guck mal. Entdeckt. Sehr gut. Das wird nur auf Dauer einfach nicht funktionieren. Weil so viele Spieler gibt es nicht. Und da ist schon der nächste, den wir entdeckt haben. Oh, vorbei. Verdammt. Fahren wir rückwärts? Nee, da fahren wir nicht rückwärts, oder? Obwohl, Moment mal, das kann auch... Sehe ich das richtig? Ja, da ist noch ein Schiff. Also, Schnellreise weiter. Bis dahin. Und dann fahren wir hier mal in diese, was auch immer das ist. Jetzt ist natürlich duster. Ihr seht das wieder viel besser als ich. Weil ich habe nämlich, ich habe für euch die Tagesansicht gar nicht eingeschaltet, sondern habe die ganze Zeit die Nachtsicht gesehen. Ist aber nicht weiter schlimm. Die Nachtsicht zeigt ja auch bei Tag richtig gut was an. Und das ist doch jetzt auch kuschelig, oder? Jetzt mal ehrlich. Guck mal. Da machen wir hier mal ein bisschen Licht aus. Na, die Innenbeleuchtung lassen wir mal an. Aber das ist doch ein nettes Bild.
Wo ist der Hafen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob der jetzt generell in jedem Hafen ist oder ob das Schiff in einem ganz bestimmten Hafen nur verfügbar ist. Werden wir rauskriegen. Das werden wir rauskriegen. So, und jetzt müssen wir hier rein und da an der Ecke ist der irgendwo. Aber wie gut, dass ich den Kurs so knapp an Land vorbeigesetzt habe, sonst hätten wir den ja nie entdeckt. Na, wenn du hier einfach nur so machst, dann. Okay. Manche Sachen. Machen wir doch mal Arbeitsscheinwerfer an jetzt hier. Zack, dann sieht man das Schiff einfach besser. Tja. Viel sehe ich jetzt hier gerade nicht. Wir könnten natürlich auch hier wieder sagen, guck mal, es ist jetzt 21 Uhr. Ja, flach. Flachwassermatrose. Könnte mich natürlich auch hier einfach mal ganz gemütlich. Oh. Muss ein Hafen dann irgendwann mal auch anlaufen. Halt. Wisst ihr, was wir machen? Ich mache das jetzt doch. Also, ich wollte es ja eigentlich nicht. Wir werden ankern. Und es ist 9 Uhr. Das wären 12, 15, 16, 17 Stunden überspringen wir mal. Dann ist es wieder hell. So. Und jetzt ist hier die Frage. Wow. Wow. Jetzt weiß ich auch, was wir entdeckt haben. Alter Schwede. Na, das ist doch mal schon ein Schiff, oder? Holla. Ich glaube, da kann man jetzt mal eben von einem Fischtrawler sprechen. Wow. Da ist das hier eine Nussschale dagegen. Aber das Ding wird mit Sicherheit auch genügend kosten. Und wird vor allen Dingen gleich wieder verschwinden, wenn wir es entdeckt haben. In irgendeinen Hafen verschwinden. Lunabow. Ah, guck mal, da wurde sogar angezeigt, ist im Hafen von, jetzt habe ich gelesen, Luxemburg, aber das eher nicht. Der Hafen von Luxemburg. Das ist, wow. Okay, dann ist das Ding also tatsächlich in irgendeinem ganz bestimmten Hafen. Auch gut zu wissen. So, dann fahren wir hier wieder raus. So, damit, ne, wer möchte hier so wohnen? Das wäre was für mich. Das ist genau meine Lage. Der ist eigentlich zu nah dran. So, dann können wir jetzt hier. Ja, da steht. Also, das ist wirklich das langfristige Ziel. Also, wow. Das Ding ist cool. Warum? Ah, weil über Land oder was? Okay. Dann muss ich wohl doch ein Stück nach vorne fahren.
Oder erkennt er jetzt die Flaggen nicht mehr, die Fahnen nicht mehr? Doch, jetzt geht's wieder, siehst du? Unentdeckter Ort. So, jetzt. Na! Jetzt haben wir ihn aber schon entdeckt, würde ich sagen. So klein ist er ja nicht. Alter Schwede. Und das Wetter wieder. Uah. Eklig. Regen. So. Also, ne? Gib nicht das falsche Wetter, gib nur die falsche Bekleidung. Ah. Okay. Regen kann kommen. Dann entdecken wir jetzt mal den Ort. Wo ist denn der Hafen? Wo können wir denn hier anlegen? Noch sehe ich hier gar nichts, was irgendwie blinkt. Gucken wir hier mal rein. Ja, würde auch ganz gerne tanken. Aber was für ein Brocken eben gerade, alter Schwede. Guck mal, jetzt fahre ich am unentdeckten Ort vorbei. Also sagt jedenfalls die Karte zu mir. Kabelleger. Ja, und hier sind wir dann schon im Yachthafen. Also, nö. Dann müssen wir tatsächlich dahin zurück. Wir werden einfach mal die Karte hier ein bisschen größer machen. Guck mal. Ne, das ist zu groß. So. Dann wissen wir in etwa, wo wir hin müssen. Lunenburg. Dann ist das der Hafen, in dem jetzt auch das Schiff von gerade eben liegt. Ich sehe aber immer noch nicht, wo ich anlegen kann. Ah, jetzt sehe ich es, wo ich anlegen kann. Da kann ich anlegen. Das werden wir jetzt gleich mal machen. So, jetzt hier nicht Vollgas rein, sondern einfach so schön gemütlich dahin und anlegen. So, jetzt werden wir erst einmal Treibstoff. So, Schiffsraum reparieren, sind wir jetzt bei 44, ja komm eben mal. So, und jetzt werden wir uns das Schiff mal angucken. Verfügbar. Die Luna Bow. Na, das ist doch mal eine ehrliche Ansage, ne? 20,5 Millionen. Ach so, damit ihr sie auch seht. Alter Schwede, was ein Brocken. Quoten. Makrele und Seelachs. Jeweils 6 Millionen Kilo. Okay. Das nenne ich mal Quote. Also, ja. Da gibt es da drüber nur noch den Atlantic Catcher. Das ist aber auch ein Brocken. Der kostet dann aber auch 30 Millionen. Wow. Was für ein Schiff, ey. Tja. Ich denke, damit werden wir mit Sicherheit auch nochmal rumfahren. Aber das wird dauern. Guck mal, und die Siaken ist auch da. Die Siaken haben wir ja entdeckt. Kabeljau, Schellfisch, Makrele, Seelachs, Rotbarsch und Silberhecht. Mhm.
Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Können Makrele? Können wir denn mit der Lenore auch Makrele? Oh ja. Okay, also ist das Jagen wahrscheinlich gar nicht mal so spannend, ne? Kabeljau, Schellfisch, Makrele, Seelachs, Rotlachs, Silber, Rotlachs, Rotbarsch, Silberhecht. Das sind die Sachen, die gerade eben die Jagen auch konnte. Also dann sind wir schon bestens ausgestattet. Ja, das gute Stück 85.000. Also den könnten wir ja mal eben schnell kaufen. 16 Knoten, der ist halt schon ein bisschen schneller unterwegs. Maximale Länge der Langleinen. Ja, und der hat aber auch nur 8 Netze. Also das ist wirklich kleiner. Sieht ganz nett aus. So auch mit dem Ausleger hinten. Hier. Aber niedrigere Quoten scheinbar und insgesamt das kleinere Schiff. Gesamtquote pro Jahr, hier haben wir es ja. 660.000. Und was haben wir? Ja, 1,6 Millionen. Also, ne? Lenore zu kaufen war eine gute Entscheidung, zeigt sich dabei wieder. Oh, gehen wir noch mal in die Stadt und gucken wir noch mal. Was sagt unsere Mannschaft an Bord? Ne, ne, nee, entlassen. Hallo. Victor wird doch gerade gelevelt. Nix. Und Mannschaftsanteil ist immer noch bei 2%. Ja. Verfügbar. Ja, wir könnten jetzt zwar noch andere einstellen, aber warum? Im Moment brauchen wir sie nicht, ne? Das kommt erst mit dem nächsten größeren Schiff. Crew weiterbilden. Macht jetzt im Moment auch noch nicht so wirklich Sinn. Klar, könnte man jetzt schon wieder für Netze, ne? Der ist hier Ködern und Auswerfen. Rudi ist Netz einholen. Guck mal, da haben wir doch schon mal ein bisschen was. Da müssten wir jetzt ja noch außen per Hand, außen per Maschine. Das sollen die Kollegen natürlich auch können. Okay, aber erst einmal haben wir jetzt aufgetankt. Jetzt können wir aber auch noch mal hier nach den Fischpreisen gucken, beispielsweise nach dem Hummer. Ja, ne? Also das ist jetzt nicht unbedingt das. Passt schon. So, hier noch mal gucken. Also wir haben jetzt, ist ja die Frage, wenn wir schon hier sind, wollen wir hier oben noch mal erkunden? Ist da möglicherweise noch mal irgendwie ein Schiff? Macht ja eigentlich Sinn, ne? Wenn man denn schon hier ist. Kann nicht über Land. Nee. Der war also. Der war nicht gut. Der war nicht gut. Dann müssen wir von hier aus gesehen. Dahin. Dahin. Dann können wir dahin. Dann können wir dahin. Genau. Keine Ahnung, ob man das jemals braucht. Aber so, mal sehen, ob das funktioniert. Kein Wegpunkt auf Land. Du sollst auch keinen Wegpunkt. Was willst du von mir? Autopilot. Gehen wir erstmal hin. Wieso sollst du. Soll ich jetzt von der. Halt. Was willst du? Der Autopilot fährt schon wieder los. Jetzt gibt's schon wieder eine Delle. Alter. Und Peng. Schiffsrumpf minus 24. Na, das ist ja super. Können wir gleich wieder anlegen. Ah.
8000? Nur dafür? Nix. Ihr habt sie doch nicht alle. Das machen wir anders. Das machen wir anders. So. Kollegen. Wer von euch kann besser reparieren? Du hast reparieren 5. Du hast reparieren 6. Genug ausgeruht, Viktor. Jetzt heißt es reparieren. So eine Schweinerei, echt. Da schmeißt er den Autopiloten hier an und will einfach quer durchfahren. Statt hier auszuparken. Snake, moin! Schwertfisch, wenn Saison ist. Wir haben April im Spiel. Das zieht sich noch ein bisschen. So. Ja, dann wollen wir mal gucken. Wenn wir mal ein bisschen Schnellreisen machen und mal sehen, wie schnell die Kollegen da reparieren. So, und nu? Irgendwas zu entdecken noch? Ist da irgendwas zu entdecken? Nein. 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 Nichts zu entdecken? Mach doch nicht sowas. Okay, Schnellreise unterbrechen. Ne? Ist ja schon wieder Nacht. Jetzt werden wir hier mal gucken, wie es den Jungs gibt. Dann kann der jetzt ausruhen und der macht mal ein bisschen weiter. Und weiter geht's mit der Schnellreise. Da ist tatsächlich nichts zu entdecken. Oh. Da ist ja plötzlich was los. Ja, gut. Dann ist da eben nichts zu entdecken. Manchmal, ne, ist das eben so, wie es ist. Dann werden wir jetzt hier einfach mal runterfahren. Macht das jetzt Sinn, da runter zu fahren? Oder macht das eher Sinn, macht das eher Sinn zu sagen, wisst ihr was, wir machen irgendwie mal eine Schnellreise zu einem Punkt, den wir schon kennen. Da vor 14 Tagen Seelachs. Ja, ist aber auch die Frage, was... Guck mal, wir sind ja sowieso hier, Wiki. Da, Fischsaison. Also, Seelachs das ganze Jahr über. Okay, Kabeljau ist nicht angesagt im Moment. Okay. Guck mal, Schwertfisch ab August erst. Ab 1. August. Also das zieht sich noch. Noch würde Lobster gehen, also Hummer. Das zieht sich aber auch noch. Pollock und Redfish ist angesagt. Wo sind sie denn? Da ist der Rotbarsch, der Schellfisch. Makrele ist auch noch nicht. Aber Schellfisch, 1. Juni, ist auch noch nicht. Also Rotbarsch. Eigentlich nur Rotbarsch. Sehe ich das richtig? Seelachs. Also eben hat's noch geregnet. Jetzt, gute Frage. Regnet's noch? Oder hat's aufgehört zu regnen? Ich
schwer zu sehen, zu hören. Ich sag mal so. Gute Frage. Antwort: Nee. Das regnet nicht mehr. Also können wir den wieder wechseln. So, ich wollte aber trotzdem noch mit dem Wiki. Ich wollte. Wo kommen jetzt die Erklärungen? Ich müsste doch eigentlich im Wiki auch das Netzfischen finden. Da haben wir es doch. Netze sind Vorrichtungen aus Fasern, die in einer gitterartigen Struktur gewebt und zum Fischen verwendet werden. Gut. Fischernetze besitzen in der Regel Maschen, die durch Knüpfen eines relativ dünnen Fadens gebildet werden. Ja, 5 cm Tau zu knüpfen macht auch wenig Sinn. Okay. Die ersten Netze wurden aus Gräsern, Leinen und anderen... Ja, das ist alles sehr schön. Markierung auf Minikarte. Rot, sehr niedriges Ergebnis. Gelb, niedriges Ergebnis. Grün, normales Ergebnis. Blau, bestes Ergebnis. Ja, okay. Fischarten. Netze können zum Angeln von Kabeljau, Seelachs, Schellfisch, Rotbarsch, Makrele und Silberhecht verwendet werden. Anwendung. Für Netzfischen muss dein Boot entsprechend ausgestattet sein. Ist es. Außerdem wird ein Mannschaftsmitglied benötigt. Haben wir. Netze kannst du in jedem Hafen auf dem Fischmarkt kaufen. Haben wir. Wenn ein Fischnetz nicht zu stark beschädigt ist, kann es erneut verwendet werden. Mhm. Um ein Netz auszuwerfen, musst du eine Netztasche von deinem Deck nehmen und unter dem Netzsetzer platzieren. Dann brauchst du ein stabiles Tempo auf deinem Boot, während das Netz ausgeworfen wird. Um dein Netz einzuholen, platzierst du dein Boot mit der Steuerbordseite, Klammer auf, rechts, Klammer zu, nahe an der Boje. Ein Netz kann nicht zwischen den beiden Bojen eingeholt werden. Während du das Netz einholst, musst du die Fische aus dem Netz ziehen. Okay. Das hab sogar ich verstanden. Es ist 3 Uhr nachts. Ich sag mal so, wir machen jetzt einfach mal eine Schnellreise. Ich... Wo sind wir? Guck mal, hier habe ich ja auch Rotbarsch. Aber das ist schon lange her, dass ich da gesehen habe. Aber ich mache trotzdem einfach mal dahin eine Schnellreise. Man kann ja nie wissen, ne? Manchmal sind die ja immer noch da. So. Shabadabadu, shabadabadu, shabadabadu. Ja, aber Seelachs klingt doch viel wertiger. Wer will denn schon ein Köhlerfilet essen? Aber recht hast du natürlich. Guck mal, 7.30 Uhr und es ist so duster wie irgendwas. Was sagt denn das Echolot? Echolot sagt erstmal gar nichts. Dazu müssen wir ein bisschen fahren. Weil das ist jetzt bei den Schnellreisen, kommt das Echolot immer nicht hinterher. Also, da werden wir mal in Richtung der Kollegen hier, wo ich sie damals gesehen habe, fahren. Und ihr seht schon, oh, Seelachs, Rotbarsch. Aber das haben wir schon ganz anders gesehen, ne? Also das ist ja sehr überschaubar hier. Und auch hier. Da einmal raus. Oh, ne, kommt aber doch ein bisschen was. Also. Wir werden hier einfach mal ankern. Und mal 2 Stunden überspringen. Guck mal, dann ist es heller. Dann kriegt ihr jetzt auch die Tagesansicht wieder.
Und wir schauen mal. Was der da so macht. Unser Fischfinder. Einfach mal so ein bisschen in die Richtung fahren. Fisch suchen. So, Kollegen. Rudi hat repariert und du bist Reusen ködern und auswerfen. Was ist mit Netz? Ist das auch Rudi, der da mit seinem Netz schon ein bisschen Fortbildung hat? Netz einholen. Ja. Okay. Also, dann wirst du einfach jetzt hier mal die Ausrüstung vorbereiten. Ist da irgendwie Ausrüstung vorbereiten? Ausrüstung vorbereiten? Ausrüstung vorbereiten? Nö. Da ist nichts mit Ausrüstung vorbereiten. Aber das kannst du schon mal machen. Ha. Ich kann auch wieder von hier aus das Netz auswerfen. So. Aber jetzt mal ehrlich, guckt euch das an. Der Ozean ist groß, ne? Also das ist jetzt hier nicht das Highlight. Ne, wenn ich mir das angucke, das ist ja 14 Tage her, also die sind wer weiß wo schon. Dann machen wir das mal anders. Dann gehen wir auch hier. Der ist ja ausgeruht genug. Das sind 7 Seemeilen. Das ist ja ratzfatz. Aber da fahren wir einfach mal rüber. Ja, Chevalier, alles, was man so mitgemacht hat, ne? Früher. Ich habe ja auch den Bootsführerschein See. Und, warte mal, hier machen wir schon mal Stopp. Und ich wollte jetzt mal gucken, was ich damit eigentlich fahren darf. Also ob es da irgendwie eine für mich jetzt gefühlte Beschränkung gibt, von der ich sage, okay, also das darf ich noch oder nicht oder sowas. Das Einzige, was ich tatsächlich dazu gefunden habe, da geht es jetzt um deutsche Gewässer, also vor Kanada dürfte ich mit Sicherheit nicht so einfach rumschippern. Aber das Einzige, was ich dazu gefunden habe, ist, dass ich den Bootsführerschein See brauche, wenn mein Schiff mehr als 15 PS hat. Das ist offensichtlich jetzt auch geändert worden irgendwann mal. Ich kenne das noch mit 6 PS, aber jetzt sind es 15. Ja. Also schon ganz spannend. Dass ich da wirklich im Prinzip solche Kähne problemlos jetzt auch fahren dürfte wohl. Also in den deutschen Gewässern, deutschen Küstengewässern. In den deutschen Flüssen schon wieder nicht. Da gibt es ja den Führerschein, also den Binnenführerschein. Das ist halt wichtig. Ja, mit Lachs, klar, dass das. Aber ich sag mal, das ist ein reiner Marketingname, ne? Ein gut gewählter Marketingname, finde ich. Hier können wir wieder Schnellreise machen, weil hier ist ja gar nichts. Hier ziehen wir mal da so rüber. So, auf Autopilot. Also erst einmal, nee, erstmal machen wir hier bis dahin eine Schnellreise. So. Und dann hauen wir den Autopilot mal auf Maximum. Und jetzt gucken wir mal, ob da irgendwas kommt. Ist ein wirklich gut geschickt gewählter Name. Also gibt da genug Leute, die sagen, oh, Seelachs, ne, Lachs. Geht einem eben ein bisschen leichter von der Zunge als Köhler. Mit Alkohol an Bord, das ist also, was ja ganz spannend ist. Es ist komplett anders als beim Autofahren.
Oh, ich gucke gerade, was Herr Popolski geschrieben hat. Sportbefehlschein für den Geldesbereich, Seeschifffahrtsschein befähigt also dazu, auf Nordsee, Ostsee, Atlantik oder im Mittelmeer zu fahren. Er ist weltweit für alle Sportboote ab 15 Meter vorgeschrieben. Es gibt keine Längen- oder Größenbeschränkungen. Okay, vielen Dank. Cool. Ja, aber hier ist nichts, ne? Also haben wir irgendwann mal gesehen, aber das war's dann auch. Die, was wollte ich denn jetzt sagen? Guck mal, zu viel Input. Eindeutig zu viel Input. Von allen Seiten kommt was. Nur Fisch kommt nicht. Das. Also, ich sag mal so, den Seelachs, den können wir hier problemlos. Warte mal, wie kriege ich den wieder weg? So, kriege ich den wieder weg. Das wollte ich jetzt gar nicht. Den will ich weghaben hier. Weil das ist ja etwas, was kein Mensch mehr braucht. Genau wie da. Das können wir alles. Das ist alles viel zu alt. Verwirrt nur. So. Wenn ich jetzt hier bin, dann würde ich sagen, fahren wir einfach mal zurück nach Lockeport. In der Hoffnung, dort einen Tipp für einen Fisch zu bekommen, der mit. Der mit Netzen zu fangen ist. Seelachs vor 3 Tagen. 3000, na klar, nehmen wir den. Und den nehmen wir auch noch, den gibt es nämlich kostenlos. Guck mal, das ist doch was. Ja, Armut, dir auch ein schönes Wochenende. Bis demnächst. Guck mal, und jetzt gucken wir noch mal. Ah, guck mal, der Rotbarsch in diese Richtung und Seelachs vor 3 Tagen und wandert in diese Richtung. Ich verstehe. So, dann würde ich vorschlagen, machen wir das mal so, dass wir dahin mal eine Schnellreise machen. Zack. Tanken nicht vergessen. Schon vergessen. Oh ja. Oh oh. Nix gut. Nix gut. Verdammt. Das hilft nichts. Dann muss ich dahin eine Schnellreise machen und muss erstmal tanken. Ja. Guck mal, Treibstoff kaufen. Diesen Tank ist bereits voll. Ja. Schiffsraum reparieren. Boot ist unbeschädigt. Haben meine Jungs repariert. $8.600 gespart. Okay. So, jetzt sind wir hier. Dann würde ich jetzt fast sagen, können wir aber auch von hier aus, also da, na gut, dahin die Schnellreise macht im Prinzip Sinn. Ja. Weil dann brauche ich nicht aus dem Hafen raus und blablabla. So, jetzt bin ich hier. Der Fisch war da und zieht in diese Richtung weiter. Das heißt, wenn wir jetzt hier runterfahren, müssten wir eigentlich hier irgendwo, das ist 3 Tage her, ja. Wird der bestimmt irgendwo hier sein. Also das sind ja auch nicht unbedingt langsam Schwimmer, ne? Die Kollegen sind schon auch mal ein bisschen fix unterwegs. Also wollen wir mal gucken, dass wir da hinkommen. So. Und jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen uns in Bewegung setzen, weil sonst. Ich gebe euch nochmal die Nachtansicht. Sonst das Echolot einfach nicht mitmacht. Aber nochmal danke für den Tipp, Garfield. Guck mal, da kommen schon die ersten Seelachse. Jo, 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 jo. Das sieht doch schon ganz anders aus als gerade eben, ne? 50 Meter Tiefe, Seelachs ohne Ende. Also,
Was ist mit der Mannschaft? Er ist immer noch fit. Das ist sehr gut. So, jetzt kann ich... Hier hauen wir das gleich mal raus. Ne? Also, das machen wir gleich fertig. So, du hast es jetzt vorbereitet. Guck mal, E. Und jetzt soll ich das vor den Abwerfer stellen, aber... Da. So. Und du bist jetzt der abwirft, oder bin ich der, der abwirft? Ich bin der, der abwirft. Begibt die... Ah, guck mal, und jetzt muss ich hier einigermaßen geradeaus steuern. Ich sehe schon. Okay. Das machen wir doch... Wie machen wir das denn? So. Fünf Knoten, das ist, glaube ich, eine gute Geschwindigkeit. Oh, 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 das soll ja einigermaßen... So. Das war das erste Netz, die ersten 75 Meter. Und hier, guckt euch das an. Seelachs ohne Ende. So, bereitet der jetzt vor oder bereitet der nicht vor? Verdammte Kiste, ey. Guck mal, da kann ich jetzt Netz auswerfen. Das ist ja alles gut und schön. Ich will nochmal gucken. Ausrüstung vorbereiten. Ja, Ausrüstung vorbereiten ist Ausrüstung vorbereiten. Aber irgendwie... Kollege, du stehst da nur rum. Ich kann mich hier gar nicht vernünftig bewegen. Wieso nicht? So, und nu? Stellen wir wieder zurück. Der muss ja für irgendwas gut sein. Wir werden mal den Autopilot einschalten und neben Maximum müssen wir definitiv nicht. 5 Knoten. 6, 5,5, das passt. So, und jetzt müsste dann irgendwann der Moment kommen, wo ich ja noch wieder ein Netz auswerfen kann. Wenn der das da wirklich vorbereitet. Wir müssen doch jetzt weit genug weg sein von dem anderen Netz, oder nicht? Also sehen kann ich es definitiv nicht mehr. Fuck. Warum macht der nix? Faule Sau. Guck mal. So. Der macht ja gar nichts. Begibt hier ein Steuerrad. Ja, ich kann auch von hier oben steuern. Einigermaßen geradeaus. Schön gerade rauslegen. Ja, also ich stelle mir die Frage, wieso steht er da? Wenn ich das hier alles alleine machen muss. So, jetzt sind wir am Steuerrad und versuchen das möglichst. Der guckt, ob ich es richtig mache. Ja, vielen Dank. Das sind die richtigen. Und dafür wird er auch noch bezahlt. Alter. So. Vielleicht ist er falsch eingewiesen. Vielleicht kann ich den auch zum Kochen gleich in die Kombüse stecken, den Knaller. Alter.
So. Guck mal, das, jetzt steht er da wieder im Weg. Alter Schwede. Wozu hat man Personal? Ganz einfach. Um sich zu ärgern. Kommst du in die Kombüse. Tschüss. Das kriege ich dann alleine hin. Boah, schön geradeaus, einigermaßen. Je gerade das Netz liegt, umso besser. Ihr kommt auf Ideen. So, jetzt, ja, hier gibt es noch Seelachs. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir fahren wieder zurück. Also, das machen wir wie mit den Reusen. Ne, erstmal einfach wieder ein bisschen Abstand. Denn das wird ja vermutlich ähnlich sein. So, Kollege. Also, den dahin, den dahin und auch gleich wieder raus. Und jetzt aber zack, zack, zack ans Rad. Ne, denn irgendwo Netze hinlegen, wo kein Fisch ist, ist ja... wie in eine Bar gehen, wo keine Frauen sind. Also irgendwie sinnlos. Also solange man auf Frauen steht. Man muss das ja immer sehr divers sehen. So, guck mal, das ist jetzt alles vorbereitet. Und dann können wir ihn jetzt rausschmeißen. Und jetzt können wir wieder schön geradeaus fahren. Alles bei 5,5 Knoten, das passt schon. Trotzdem verstehe ich nicht, warum das nicht gerade der Knaller da gemacht hat. Warum das nicht alles vorbereitet ist und ich hier nur noch aufs Knöpfchen drücken muss. Vielleicht ist er einfach nicht hoch genug gelevelt. Das kann natürlich sein, dass der einfach zwar nach dem Motto, ich weiß, was ich tun soll, ich habe aber keine Ahnung. Da, seht ihr. Und wieder schön geradeaus. 5,5 Knoten ist gut. Und ich übertreibe mit dem Lenken. Das soll ja alles schön immer nur hinten geradeaus rauslaufen. Und das Netz soll schön gespannt im Wasser hängen. So. Da haben wir noch ein paar Netze, ne? Jeder Gang macht schlank, sage ich nur. Das läuft. Na? Komm in Gang, siehst wohl. Was sollen das für Geräusche eigentlich sein, dieses Klacken?
Ah, das könnte das Netz sein. Also die Bleie vom Netz, die hinten über die Bordwand schlagen, wenn es rausgesetzt wird. Das kann sein, dass das damit gemeint ist. Ne, wenn das da so rüberläuft, immer klack, 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 klack. Ich weiß aber jetzt noch nicht, ob ich das bis Montag aushalte, zu warten, was hier das erste Mal in den Netzen ist. Könnte knapp werden. Schnell nochmal hier einen Blick werfen. Oh, so ein bisschen Fisch ist hier immer noch. Das läuft. Und raus damit. Also ich befürchte, ich werde es nicht bis Montag aushalten. Aber vielleicht machen wir dann einfach nur einen ganz kurzen Stream. Nur mal reinholen und nochmal rauslegen oder so. Wenn ich an YouTube denke, da sind die 3 Stunden Videos natürlich schon auch relativ lang, ne? Also wenn man dann eben so sieht, dass die Leute sagen, hey, mit 20 Minuten und sowas, bin ich schon fast überfordert mit meiner Aufmerksamkeitsspanne. Ja. Auf der anderen Seite sage ich eben auch, wer nach 20 Minuten abschalten will, kann es ja tun. Oder auf Pause drücken und sich das später nochmal angucken. Geht ja alles. So. Dann werden wir noch mal ein klein wenig gleich zurückfahren, sozusagen. Also einmal kräftig einlenken. Dann können wir nicht wunderschön im Kreis fahren gleich. So. Schön auch Minimap fahren. Heute noch ein Mitternachtsstream. Ist klar. Oh, was blinkt da? Sind das etwa meine Netze, die da blinken? Sehe ich das richtig? So, schnell nach hinten. Super, guck mal, haben wir noch das letzte. Und das können wir auch gleich raushauen. Und dann aber schnell nach vorne zum Steuern. So. Dann haben wir 12 Stellnetze rausgesetzt. 12 mal 75 Meter. So. Dann sind die jetzt raus. Guck mal, das ist doch cool, oder nicht? Jetzt mal ehrlich. So, müssen wir irgendwas tun? Gut, Victor hat genug gekocht. Oh, ich hatte jetzt gar nicht drauf geachtet. Es kann natürlich sein, dass die auch immer weiß sein müssen, ne? Okay. Ach, Matschwurm, siehst du, guck mal. Genau. Erstmal speichern wir. Da gehen wir jetzt nochmal in den nächsten Slot und dann fangen wir irgendwann mal an, die Sachen aber dann auch zu überschreiben. Und ich sagte ja schon, es ist anders als beim Autofahren. Beim Bootsführerschein See zumindest ist es so, es reicht, wenn du als der Inhaber des Bootsführerscheins
an Bord bist. Du kannst einem anderen sagen, dass der für dich fährt, sozusagen. Finde ich jetzt relativ spannend, ne? Weil beim Autofahren reicht es eben nicht, wenn der mit dem Führerschein hinten sitzt. Bootsführerschein geht das. Nur ist es da eben auch so, Alkohol und besoffen fahren, nein, geht eben auch nicht. Auch da winkt dich die Wasserschutzpolizei dann schnell mal raus. Und Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es gilt auch die 08. Ich bin mir aber da echt nicht sicher. Aber auf jeden Fall wird du gemacht, wenn du da irgendwelchen Scheiß baust. Ja, aber ganz ehrlich, ich finde das hier sehr, sehr cool. Zum Abschluss gehen wir einfach nochmal schnell darüber. Weil ich wollte euch ja nochmal zeigen, wo mein Herz am Wochenende hinschlagen wird. Und ich will mal gerade gucken, ob ich da irgendwas in dieser Richtung... Sowas in der Richtung wird das werden. Nur halt nicht mit Shrimps, sondern mit Calamari. Ne? Also, das ist hier. Portugiesischer Calamar Stew. Das ist schon ganz spannend. Also, wenn man sich das mal anguckt, was die Portugiesen da so kochen, sind echt leckere Sachen dabei. Also zumindest sieht es sehr lecker aus. Bei einigen Sachen gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen. Ja, und hier sind die garnelengefüllten Calamaretti, von denen Chevalier vorhin sprach. Also, Tangoram, wenn dem so sein sollte, bei euch, dass ihr sagt, ja, ist zwar kein World of Warships, aber es macht trotzdem Spaß zuzugucken, dann freut mich das natürlich sehr. Es ist mir ja klar, das habe ich ja auch schon gesagt, als ich gesagt habe, dass ich World of Warships jetzt erstmal nicht mehr streamen werde, dass logischerweise, wir sind jetzt 37, wenn ich da hochgucke, wir waren sonst bei World of Warships um diese Zeit, naja, 97. Dass da 60 Leute dabei sind, die sagen, ich will aber World of Warships gucken und wer das letztendlich streamt, ist mir egal. Ist mir klar, soll auch so sein, hat seine Daseinsberechtigung, muss so sein, ist völlig in Ordnung. Dass wir jetzt 37 sind, mit mir 38, finde ich gigantisch, finde ich super. Finde ich toll, dass ihr hier seid, dass ihr so lange auch hier seid, dass ihr mitmacht, dass ihr im Chat euch beteiligt, finde ich wirklich ganz, ganz toll. Und an dieser Stelle vielen lieben Dank an euch. Denn davon lebt der Stream natürlich auch, ne? Dass wir gemeinsam hier was tun. Das Schöne ist, dass ich jetzt hier eben auch die Zeit finde, den Chat mal mitzulesen. Dass man also wirklich auch mal miteinander reden kann. Also das ist schon, Seenotrettungsspiel. Ich guck mir das tatsächlich mal an, aber ich möchte jetzt nicht noch ein neues Spiel beginnen. Dann sind wir nämlich wieder da, wo schon war, ja, aber nicht nur zweimal und dann was anderes. Nee, wir werden jetzt erstmal Fishing North Atlantic spielen und vielleicht im Anschluss dann nochmal ein bisschen mit dem Seenotrettungskreuzer unterwegs sein. Das sind ja auch geile Schiffe. In La Boe liegt übrigens auch so einer. Also das sind richtig Hammerschiffe. Die gehen da durch die Wellen durch. Das ist unglaublich. Nee, also ich muss sagen, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und ich freue mich sehr, dass ihr dabei bleibt. Und an dieser Stelle sage ich dann jetzt auch schon mal wieder, ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Ich vermute mal, diejenigen, die einschalten werden, sehen mich an diesem Wochenende nochmal. Möglicherweise schon morgen, weil mich interessiert natürlich wirklich, was da in den Netzen drin ist. Das Echolot hat ja reichlich Seelachs versprochen. Mal gucken, wie viel sich davon dann auch in die Netze verirren. Das ist, danke, Rab, du bist ja sozusagen schon verpflichtet. Das ist ja, ne, also hast dich ja für 48 Monate verpflichtet. Nee, also auch dir nochmal vielen lieben Dank, dass du immer da bist und dass du das so schön moderierst. Vielen herzlichen Dank.
Ja, ihr Lieben, dann ein tolles Wochenende und wenn ihr Lust habt, schaltet wieder ein, spätestens Montag, aber ich bin fast überzeugt davon, entweder morgen oder übermorgen schmeiße ich auf jeden Fall den Stream nochmal an, auch wenn es vielleicht nur kurz ist und dann gucken wir mal, was so in den Netzen war. Also, in dem Sinne, ein schönen Abend noch, viel, viel Spaß für alle, die noch Fußball gucken wollen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!